absolut vor. Aber gut. Nee, Leute, ich würde sagen, das war erstmal genug Koch-Action. Ich würde sagen, jetzt ist erstmal an der Zeit. Was, willst du Burger auch aus Dingen machen, die man so übrig hat? Nein, dafür muss ich Zutaten kaufen. Dafür muss ich dann irgendwas kaufen. Ich will nämlich im Endeffekt tatsächlich, wenn ich da irgendwas von mich hinkoche, würde ich das tatsächlich im Endeffekt auch ganz gerne essen können, ehrlich gesagt. Ja, Winnie und Faction wollen wissen, wo mein Handgelenk ist. Wo soll ich wissen, wo mein Handgelenk ist? Halt die Schnauze! Hab keine schönen Hände, okay? Also bitte. Also nicht Afterbirth Plus, das ist auch Afterbirth Plus, das ist auch so, da steht ja sogar Plus im Titel. Aber gut. Oh, wir haben Geld 5er von Hornwelt für mehr Kochvideos. Ich werde sehen, was ich tun lasse, mein Guter. Ich werde sehen. Ich meine, ich wollte schon sehr lange Kochvideos tatsächlich machen und ich hatte relativ Spaß damit. Wir werden sehen, was das Ganze noch wird. Wir werden sehen. Morgen wird das Video in sich generell kommen. Also, wenn ihr es noch 5-mal anschauen wollt, kein Problem. Ich hab das Richtige für euch. Auf jeden Fall, liebe Leute, mit dem D, das lässt das Ganze sehr viel besser wirken. Wir werden eine Runde Isaac spielen. Und zwar hat sich es heute aus irgendeinem Grund ergeben, dass ich der Meinung war, dass ich sehr, sehr gerne Isaac spielen würde. Und deswegen werden wir, Isaac spielen. Oh, wir haben eine Resubscription von Max Gem. Der goldene Doggy ist nah. Der goldene Doggy ist da und der goldene Moggy auch. Noch ein Monat. Großer Gott. Er ist ziemlich nah. Vielen Dank. So, auf jeden Fall werden wir Isaac spielen. Und zwar dachte ich mir, ich werde mir nicht wieder dieses Elend von den beiden Spielständen antun. Nein, stattdessen werden wir... Lass mich den direkt mal löschen. Ja. Ich glaube, da hat hier noch nichts frei. Stattdessen werden wir einfach ein neues Spiel anfangen und einfach ein neues Spiel anfangen. Ihr wisst schon, ein bisschen Spaß haben mit dem guten Isaac. Schaut es euch an, neues Spiel. Wir könnten... Ich glaube, ich sollte vermutlich direkt im Hard Mode spielen. Das wäre wahrscheinlich relativ sinnig. Und wir haben hier absolut keine Charaktere und absolut nichts freigeschaltet. Ernsthaft? Apollyon hat man am Anfang schon frei? Was soll der Schwachsinn? Wir haben Isaac und er hat noch nicht mal D&D 6 freigeschaltet. Und ich würde sagen, das ist ziemlich fantastisch. Und ja, er hatte Lust, ein bisschen Isaac zu spielen und das werden wir einfach mal machen. Ich meine, ich kann nicht bei den anderen Spielständen spielen, ich komme nicht mehr sonderlich rein. Habt ihr den geilen Seed gesehen? Deswegen einfach ein neues Spiel anfangen, weil, warum nicht? Wir werden sehen, wie weit wir das ganze Spiel werden. Wir werden einfach sehen, wie es sich alles ergeben wird. Aber jetzt zu Beginn, oh, Burning Basement ist so eine Standard-Area, sehe ich gerade. Wir werden einfach mal sehen, wie sich das Ganze ergeben wird. Und ja, wir haben kein D6. Das ist sehr Oldschool-Shit. Oh Gott, habe ich das Spiel schon lange nicht mehr gespielt. Aber ich habe wenigstens, falls ihr euch an die letzten paar Male, als ich Isaac im Stream gespielt habe, erinnert, ich habe meine Problematik mit der Verbindung meiner Tastatur in den Griff bekommen. Und zwar, indem ich einfach den Empfänger von meiner Tastatur an ein USB... Oh, oh, Leute. Der Run ist gewonnen. Ich will noch nicht zu viel wegnehmen. Ich denke, es gab noch nicht allzu viele Momente, in denen ich jemals so froh war, keinen D6 bei mir zu haben, wie das hier. Wait, what? Oh! Warte. Das ist nicht die Butterbean, oder? Kann das sein? Ich habe die letzten paar Updates von Isaac nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Das heißt, es gibt einige Items und Gegner und sowas, die ich nicht kenne. Und dieses Item scheint mir nicht das zu sein, was ich zuerst gedacht hätte. Ich spiele übrigens tatsächlich ohne Mods in diesem Spielstand, weil ich mir dachte, es bringt nur alles... Das ist fucking stark. Ja, das bringt nur alles durcheinander, wenn ich mit Mods spielen würde. Deswegen haben wir uns einfach mal ganz spontan dagegen entschlossen. Und mit wir meine ich hauptsächlich mich. Ich denke, was wir heute machen werden, sind einfach ein paar ganz reguläre, geschmeidige Runs, vielleicht ein paar Challenges. Wir werden eine gute Isaac-Zeit haben, versteht ihr? Morgen wirst du auch einen geilen Sonic aus dem neu erschienenen Sonic Force erstellen, so wie Ricky oder Fully. Erstmal, vielen Dank für den geilen 5er. Und zweitens, wahrscheinlich. Ich habe es aktuell noch nicht gespielt, weil, ich will ehrlich zu euch sein, ich habe aktuell erstmal genug 3D-Plattformer gehabt für diesen Monat. Es kam eine Menge Zeug raus mit Mario Odyssey und The Hat in Time. Ich habe noch nicht mal Odyssey durchgespielt. Ich werde Sonic Forces noch spielen, aber ich denke jetzt nicht zwangsweise unbedingt zum Release oder so. Denn das muss nicht zwangsweise sein. Ich meine, alle sind bestimmt traurig, dass ich es nicht spielen werde. Wenn sowieso schon so ungefähr jeder, der derartige Spiele spielt, spielen wird, was im deutschen Bereich ungefähr 3 Leute sind.
Und wenn wir dabei sind, vielen, vielen Dank an Philipp für die liebliche Resubscription. Ja, wir sehen, du hast dich voll beschwert, dass das Ganze nicht funktioniert. Hat scheinbar ein bisschen gedauert von Twitch-Seite aus. Was haben wir hier? Endless Nameless. Wir sind stuck in dem Loop. Ich vermute, dass ich damit... Ja, nee, ich glaube, die gute Bohne macht nicht so viel Schaden, wie ich gedacht hätte. Ich vermute, dass ich damit hin und wieder Tiers vor mir gebe, die durch die Wand durchgehen, oder? Oder auch nicht, wir können es auch einfach nicht machen, okay. Ich weiß nicht, was das Trinket bringt. Das ist generell eine Sache, welche in Afterbirth Plus für mich immer noch sehr problematisch ist. Das war auch schon in Afterbirth so, aber in Afterbirth Plus noch schlimmer. Ich kenne die ganzen Trinkets nicht mehr. Es gibt inzwischen so viele Trinkets. Und sie sehen irgendwie nach nichts aus und die Effekte sind oftmals oder meistens wirklich, wirklich scheiße. Und ich habe keinen Überblick mehr. Ich habe keine Ahnung von den Trinkets in dem Spiel. Ich weiß es einfach nicht mehr. Deswegen verzeiht mir an der Front, wenn ich eventuell einige Dinge nicht erkennen werde, in dem Ausmaß, wie ich sollte. Aber wenn wir dabei sind... Hey, die zwei Bomben nicht verschwendet, aber ich wieder. Dankeschön. Wisst ihr was? Ich glaube, ich bin mutig. Und bevor ich zum Boss gehe, werfen wir einen Blick in den Stachelraum. Und nehmen einfach mal die Truhe hier an uns. Ich meine, hätte irgendwas Gutes sein können. Und wir können eh kein Devil Deal verkacken auf der Ebene. Insofern, alles cool, alles cool. Ach, fucking Trollbombe. Okay, das war ziemlich fürchterlich. Machen wir uns an der Stelle nichts vor. Ein blauer Stein, wo ist ein blauer? Hier ist doch nirgendwo ein Tinted Rock. Habe ich einen Tinted Rock irgendwo übersehen? War mir nicht schwach. Es ist lang her. Du kannst jetzt die Bohne statt Bomben nutzen. Ah ja. Oh, da oben tatsächlich. Stimmt, tatsächlich. Ja, ich kann die Bohne als Bombenersatz verwenden. Wisst ihr was? Die Bohne hier, das ist ein neues Item, auf das ich mich einlassen kann tatsächlich. Ich dachte, es wird scheiße, aber ich hatte ja keine Ahnung. Moment mal. Super Secret Geheimraum wird relativ wahrscheinlich beim Shop sein. Nicht. Oh nein. Okay, er ist nicht hier. Seht ihr das hier? Seht ihr das hier? Das ist ziemlich deprimierend. Das ist wirklich, wirklich, wirklich deprimierend. Trollbombe hast du dir verdient, weil du Odyssey nicht nach der ersten Stunde nach Release durchgespielt hast. Hey, 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 hey. Ich habe, ich will noch den Super Secret Geheimraum mitnehmen. Wir spielen heute extrem langsam. Ich habe Ahead in Time zweimal durchgespielt. Das muss doch reichen. Bumm. Okay, ich weiß, wer Super Secret Geheimraum hier ist. Was auch immer. Gehen wir direkt zum Boss. Wir verschwenden sowieso schon viel zu viel Zeit. Eigentlich muss ich mich auch noch erst einspielen. Fällt gerade auf, der Run, den wir jetzt aktuell machen, der wird nur bis Marm gehen. Oh, das wird ziemlich... Der lange, lange Larry. Also wenn das kein Zeichen ist, dann kann ich euch leider auch nicht mehr weiterhelfen. Erinnert ihr euch noch an, natürlich erinnert ihr euch noch an den langen Larry. Aber das war mal der heißeste MO. Das war der heißeste MOP-Joke von 2014. Wisst ihr das? Gott, ist das lang her. War es 2014? Ich glaube schon. Oh hey, schlechtes Item. Das habe ich mir gewünscht. Gehen wir weiter. Der gute alte lange Larry. Ich wette eins, dass Smoggy gegen den ersten Boss stirbt. Hey, hey, du kannst mir einen Cent donaten, wenn du über... Oh Gott, oh Gott. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott, das wäre fast schief gegangen. Über die Bits auf Twitch. Das heißt, den einen Cent, wenn du um den wetten willst, dann ist das sogar eine Sache, die möglich wäre. Oh shit, das war soweit der gute Devil Deal. Das war soweit der... Oh, geht doch weg. Oh nein. Wisst ihr was? Ich sterbe nicht beim vierten Boss, ich sterbe schon jetzt. Das war absolut fürchterlich. Und wir haben gerne 2,99 von dem guten Spielverderber. Ohne Nachricht. Aber nichtsdestotrotz, viel lieben Dank dafür. Ich erinnere mich noch an die Ode für den langen Larry. Wunderschön. Sie war wunderschön. Das war das wahre Weihnachtswunder, das wir uns alle gewünscht haben. Ich möchte übrigens zu meiner Verteilung anmerken, die Ebene, auf der ich aktuell unterwegs bin, nicht sonderlich aufregend. Sie ist ziemlich, ziemlich lame. Und irgendwie ist hier nichts sonderlich Gutes unterwegs. Oh, die Portale gibt es ja auch schon. Gott, ich habe Isaac echt schon so lange nicht mehr gespielt. Es gibt inzwischen wirklich viele... Oh Gott, nein, die Bohne ist nicht aufgeladen. Geht weg. Viele Items und Gegner und sowas, die ich einfach schlicht und ergreifend nicht kenne. Das heißt, das ist wahrscheinlich nur bedingt vorteilhaft. Aber ich denke, wir sollten uns zurechtfinden können irgendwie. Wenn dann der Run vielleicht noch einen Damage-Up oder so mir geben würde, wäre ich ein großer, großer Fan. Wobei es bei dem Run jetzt nicht zwangsweise übermäßig wichtig ist. Ich meine, das sprengt mich scheiße in die Luft. Ich meine, wir müssen eh nur Marm killen.
Damit will ich nicht sein, dass ich Mom zu 100% besiegen werde. Ich bin nämlich sehr aus der Übung, aber ich gehe doch sehr stark von... Oh, eine Full Health Pille. Ich gehe doch sehr stark von aus, dass ich das machen werde. Portale? Zum Glück ist Geralt nicht da. Oh Mann, ich wundere mich, was er wohl von diesen Portalen halten würde. Ich wundere mich. Ich wünschte, das würde er mir erzählen. Jedes Mal aufs Neue. Oh, und einfach nicht aufhören. Fuck. Moment, Justice war die Karte, mit der ich einfach eine kleine Ansammlung von verschiedenen Collectibles bekomme. Also ein paar Bomben, ein paar Münzen und ein paar Schlüssel, wenn mich nicht alles täuscht. Au. Das heißt, wir setzen Justice ein. Yay. Und eine Full Health Pille. Okay, wisst ihr was? Wir werden jetzt reich. Wir werden jetzt reich. Ich würde dir Waka Waka als erste Challenge empfehlen. Da kriegst du dann gefühlt jeden Devil Deal. Und das Touch. Ich glaube, dass das Devil Deal heißt. Oder wurde irgendwas. Der Punkt wurde falsch gesetzt. Und Twitch hat das als. Oh. Gib mir die Scheiße. Und Twitch hat das als einen Link erkannt. So. Ne, wisst ihr was? Wir bleiben bei der Bohne. Aber ich spiele noch ein bisschen. Mit dem IV Bag. So. Ja. Absolut ausreichend. Und wir haben sogar einen Schlüssel. Das heißt, ich kann sogar zum Shop rübergehen. Naja, wir werden heute auf jeden Fall noch ein paar Challenges machen. Das heißt, das wird relativ angenehm. Ah ja, fuck, der Shop ist absolut wertlos. Da ist ja noch nichts drin. Wir müssen erstmal ein bisschen Geld donaten. Verdammte Scheiße. Und vielen Dank an, noch wirklich. Ein Kyoto97 für die Subscription. Ja, fuck, jetzt kann ich das Geld auch einfach ausgeben. Das bringt jetzt sowieso alles nichts mehr. Oh Mann, Exlex-Pille eingesetzt bekommen für eine Exlex-Pille. Gott, das war wirklich fürchterlich. Oh, die Shops, diese Low-Level-Shops in Isaac, die gefallen mir absolut nicht. Die sind, glaube ich, das größte Problem, wenn man neues Spiel anfängt. Die Shops taugen absolut nichts. Und falls ihr euch wundert, den Tinted Rock habe ich absolut gesichtet. Habe ich sowas von gesehen. Gut, das wird noch ein sehr, sehr weiter Weg, bis die Shops halbwegs zu irgendwas zu brauchen sein werden. Wahrscheinlich werden wir nicht mal so weit heute kommen. Dafür muss man einiges donaten und man kann pro Run in der Regel nicht allzu viel rein donaten. Ja! Oh Mann, kein Soul hat mehr, dankeschön. Und auch vielen Dank an Kling93 für die liebliche, nicht Resubscription, ich will aber Resubscription sagen. Vielen Dank für die Subscription. Hey Morgi, bist du eigentlich aus Zucker? Ja. Warum? Warum bin ich aus Zucker? Erklär mir das, Johnny. Ist es, weil ich, weil ich ein süßer Typ bin? Ist es das? Willst du mich hier gerade anbaggern? Ich würde dich doch sehr bitten, damit aufzuhören. Nein! Ach. Das ist wirklich aus Konzept gebracht. Warum habe ich überhaupt, warum bekomme ich überhaupt nur fürchterliche Items in diesem Run gerade? Oh, mein komischer, oh nein. Stirb jetzt bitte nicht beim ersten Boss. Wir haben Monstrous Zahn freigeschaltet. Weil Regen dich am Lebensmittelbesorgen hindert. Ach bitte. Als ob irgendjemand gerne im Regen einkaufen gehen würde. Außerdem hätte ich generell noch genug zum Essen da gehabt heute. Ich hätte mir den Schwachsinn nicht kochen müssen. Ich hatte noch so ein paar Tüten, wo ich einfach dann ein bisschen Wasser zupacke und das dann für 10 Minuten in der Pfanne machen muss, aber es hätte nicht unbedingt der Erzählung in meinem Video weitergeholfen, wenn ich das direkt erwähnt hätte. hätte alles richtig langweilig gemacht. So, warte mal. Geheimraum müsste hier sein. Fantastisch. Ihr seht, es ist, als hätte ich nie aufgehört, Isaac zu spielen. Es ist, als hätte ich nie aufgehört. Ich bin vollkommen noch drin in dem Spiel. Ah, shit. Das ist ein fürchterlicher Geheimraum. Wobei, die Batterien wären wahrscheinlich nett, aber bringen mir nur bedingt viel. Gut, gehen wir in die nächste Ebene. Ohne Soul Heart, ohne Devil Deal. Wir können nicht mal Soul Hearts im Shop kaufen. Es ist alles nicht optimal aktuell. Es könnte alles optimaler sein. Und vielen Dank an den guten Deschke für die Subscription. Vielen Dank, mein Guter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nicht, nein. Oh Gott. Oh nein, was, dieser Raum. Leute, lass mich doch, ich kann doch jetzt nicht den ersten Run verkacken. Oh Gott, dieser Raum. Ich bin doch dafür nicht mehr, oh Gott, ich kann das doch. Nein. Oh nein, oh nein, geht weg. Alles unter Kontrolle, macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen, wir bekommen das alles hin. Piu.
Oh, shit. Oh Gott. Konzentration, Konzentration. Kann uns absolut nichts passieren. Wenn wir dabei sind, der gute Lümmel, er hat sich wirklich so genannt, hat er subscribed, auch an dich, vielen lieben Dank für die, oh großer Gott, Subscription. Nein, oh, das läuft gerade nicht so, es läuft gerade alles nicht so gut. Es läuft gerade alles nicht so gut. Okay. Wisst ihr, das ist der Grund, warum niemand in Isaac neues Spiel... Der Isaac-Gott ist zurück! Niemand hält mich jetzt mehr auf! Und ihr dachtet kurz, dass ich meinen ersten Run verkacken würde? Was ist denn los? Schämt ihr euch nicht, es auch nur gedacht zu haben, dass eine Möglichkeit bestehen könnte, dass ich direkt im ersten Run verkacke? Also, ich muss sagen, da wolltet ihr mehr, als es realistisch ist. Habe ich das Gefühl, oh Gott, hör auf, getroffen zu werden. Sonrads wäre trotzdem eine nette Sache. Wie damals, mehr Glück als Verstand. Nein, die Runs, in denen ich mehr Glück hatte, sind die ich hochgeladen habe und denen alles scheiße gelaufen ist. Was ungefähr 90% aller Runs waren, habe ich nicht hochgeladen. Das war immer die große Problematik an den Isaac Let's Plays. Ich habe 3 Stunden aufgenommen, hatte dann vielleicht ein Video oder so. Es war ziemlich fürchterlich. So, gehen wir direkt zum Boss. Es ist Chop Chop. Chop Chop, ich habe da Bomben für dich. Ja, ich weiß noch, Chop Chop war ich damals sehr, sehr begeistert, dass man den Boss einfach mit Bomben besiegen kann. Fällt gerade auf, es gibt nicht wirklich einen anderen Boss, bei dem sowas... Oh, fucking... Ich hasse mich selbst. Es gibt nicht wirklich einen anderen Boss, bei dem sowas möglich ist, oder? Das ist irgendwie nur Chub. Das ist halt einfach ein beschissener Dodongo. Und gerade mal, wer keinen Devil Deal bekommt. Alter, ist okay. Der ist der erste Run. Und im ersten Run ist es ganz natürlich, dass man nur Scheiße spielt und keine Devil Deals bekommt und derartige Dinge. Friends till the end. Sehr schön. Meine gute alte Fool-Karte. Gehen wir in den Goldraum. Gehen wir in den Goldraum. Ach. Ich bin immer, und falls ihr euch wundert, ja, ich bin der Meinung, dass mein Damage durchaus auch aktuell noch besser sein könnte, als es der Fall ist. Also, der denkt nicht nur, weil ich ein gutes Item jetzt gefunden habe, dass ich den Run jetzt einfach so als einen guten Run stehen lassen würde. Nein, 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 nein. Wenn der Run ein guter Run sein will, dann sollte er mir besser beweisen, dass er ein guter Run ist. Ja, shit. Schon. Komm schon! Da wird, mir wird gerade wirklich bewusst, dass es eigentlich wirklich ein großes Wunder ist, dass ich so viele Isaac-Videos gemacht habe, wie ich gemacht habe, weil... Ey, ich bin eigentlich echt kein guter Spieler. Ich verdiene solch nicht gute Isaac-Spieler. Ah, ich habe sehr viel gemacht, als ich sollte wahrscheinlich. Bei Chat klappt das auch und bei der Aquarian Queen auch. Bighorn kann man auch mit Bomben füttern. Echt? Fucking Bighorn. So, bevor ich... Nee, wir gehen jetzt mit dem Effekt... Oh nein. Oh nein, okay. Ich wollte gerade sagen... wenn jetzt... Oh, fuck. So, die Sache mit diesen Gegnern ist... An sich ist auch ein Raum von denen durchaus machbar. Die Sache ist nur... Man muss immer in Bewegung bleiben. Und wenn man in Bewegung bleibt, können sie ja nicht treffen. Und... Die Sache ist, das Problem, warum man bei ihnen immer getroffen wird, ist, wenn sie den Knochen werfen, die Richtung wechselt. Und da wird man immer von ihnen erwischt. Aber generell ist es nicht unmöglich, ihnen auszuweichen. Es ist absolut nicht unmöglich. Ja, wisst ihr was, gehen wir einfach weiter. Der Raum da oben war fürchterlich. Oh Gott, neuer Gig. Was zum... Kann es sein, dass Isaac mit den letzten paar Updates, mit den Fan-Patches und so, die es da gab, beziehungsweise die Updates, die... Items und Mods von den Fans zu Content des Spiels gemacht haben, dass es seitdem ein gutes Stück schwerer wurde. Denn ich habe das Gefühl, derartige Gegner hat es in dem Grundspiel nicht gegeben. Die scheinen mir relativ nervig zu sein. Ich meine, das war jetzt nicht ein übermäßig starker Gegner oder so, aber man merkt doch, dass es in vielerlei Hinsichten, oh Gott, schwieriger wurde, als es anfangs der Fall war. Es ist nicht mehr ganz so einsteigerfreundlich. Es war von Anfang an nicht sonderlich einsteigerfreundlich. Zwei Spinnen. Zwei Pillen.
Das eine müsste eine Voll-Health-Pille sein, tatsächlich. Lemon Party? Oh, are you a wizard? Nein, bin ich nicht, aber danke der Nachfrage. Oh, yes! Habt ihr das gesehen? Und ihr dachtet, der Schmoggy hat es nicht mehr drauf. Wer lacht jetzt? Aha! Oh, außer dem Mini-Duke of Flies, weiß ich, ob ich das jemals erwähnt habe. Aber jetzt generell irgendwie einer meiner Lieblingsgegner. Echt, ich mag einfach den Gedanken, dass es einfach ein Mini-Duke of Flies ist. Ich weiß nicht genau warum, aber es begeistert mich sehr. Warum bin ich jetzt nochmal hier reingegangen? Ich wusste doch, dass hier nichts ist. Okay, wir könnten auch direkt alle Soul Hearts sofort in diesem Raum hier verlieren. Ich denke, das wäre auch eine Möglichkeit. Vielleicht sollte ich daran ein bisschen weiterarbeiten. Ich hätte in den Raum gar nicht erst reingehen sollen. Das war mein großer Fehler. Oh Gott, und ich spiele Juck im Gesicht. Okay, ich kann es gerade noch bezwingen. Ist das Dark Souls? Gut, dass du fragst. Aber ja, ja, ist es tatsächlich. Das heißt, es gab mal eine Dark Souls Mod für Isaac. Für Afterbirth Plus im Workshop. Eigentlich weiß ich nicht, ob an der jemals weitergemacht wurde. Das Einzige, was sie geändert hat, war, dass es Solaire als Charakter gab. Ne, Maggie wurde zu Solaire als Charakter. Und statt dem Yamhart hatte sie dann einen Estus-Flakon. Und Monstro wurde durch den Asylum-Demon ersetzt. Klicker. Leute. Leute, was macht der Klicker? Ändert der hat mein Aussehen einfach nur geändert, oder? Ändert der Klicker nur das Aussehen? Das ist ein super lames Item. BFF. Und Chariot. Sehr schön. Wir kommen gut voran. Ich glaube, ich könnte diesen Run eventuell noch gewinnen. Unter Umständen. Wie sahen aber nochmal die Tinted Rocks auf der Ebene aus? Soll ich wahrscheinlich auch noch mit der Kopf behalten, für den Fall der Fälle. Der Klicker, der klickt. Ich sehe schon. Das ist eine sehr hilfreiche Aussage. Du bist jetzt Apollyon. Was? Ach, der switcht den Charakter. Ja. Ja. Der switcht den Charakter. Ja, gut. Dann sind wir jetzt wohl nicht mehr Isaac, wie mir scheint. Das Trinket musst du mitnehmen. Schlechte Neuigkeiten an der Front. An der diese Seite musst du mitnehmen, Front. Mit dem Trinket Herz und Klick. Ach, das war das, man bekommt keine Spacebar-Items mehr, Trinket, oder? Verzeiht, wie gesagt, es ist alles sehr lang her und in Isaac gibt es sehr, sehr viele Items und Trinkets. Und ich habe direkt zu Beginn von dem Stream gesagt, dass ich ein Problem habe, mir. Sehr schön, machen das einfach. Dass ich ein Problem habe, mir die Trinkets zu merken. Und ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen. Na gut. Jeder kann mal Fehler machen. Und ich denke, ich habe so viele fantastische Leistungen in Isaac im Laufe meines Lebens an den Tag gelegt, dass ich mir durchaus den einen oder anderen Fehler verzeihen kann. Außerdem, wir können an der Stelle, denke ich, mal über ein Stream-Konzept reden, an welchem ich aktuell, oder welches ich aktuell, in welchem ich liebäugle, glaube ich, das nicht machen will. Und zwar nennen wir das den sogenannten Selbsthass-Sonntag. Oh, ein Lackab, sehr schön. Und der Selbsthass-Sonntag besteht daraus, dass erstmal der Sonntagsstream sein soll. Oh Gott, nein, 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 nein. Ach, fuck. Ich kam da eh nicht mehr weg, ohne Schaden zu nehmen. Dass es der Sonntagsstream sein soll und... Ja oder nein? Chat, ja oder nein? Erzählt mir davon. Es gibt mir jetzt Zeit, von dem Selbsthass-Sonntag zu erzählen. Soll der Sonntagsstream sein und... In jenem... Alle sagen, wobei es sind einige Neins, aber es sind noch viel mehr Ja's. Naja, gut, nehmen wir es mit. Zufrieden. Seid ihr jetzt zufrieden? Es wird einer dieser Runs. Es wird einer dieser Runs. Auf jeden Fall läuft er darauf hinaus, dass ich irgendwas mache. Was mich dazu inspiriert hat, war übrigens der Dark Souls 3 Boss Rush. Oh Gott. Und zwar möchte ich da am Sonntag dann einfach irgendwas spielen oder streamen oder was auch immer, wo ich schon weiß, dass ich es hassen werde. Und eine Sache, welche wir da auf jeden Fall dann irgendwann mal noch hinter uns bringen werden, wahrscheinlich ist dann... Oh, fuck. Die gute alte... Bleibt der Damage von den Teilen eigentlich gleich? Die gute alte... Oh nein, geht doch weg, alle. Oh, mein Fliege ist doppelt so stark. Der gute alte The Lost Stream. Aber mit dem Lost aus Rebirth. Und ja, das würde ich sehr gerne machen. Und den Stream, da werde ich aber wahrscheinlich machen, dass der dann immer nur 2 Stunden jeweils geht. Weil
derartige Selbsthass-Streams mit so, ich bin einfach frustrierenden Schwachsinn. Ich glaube nicht, dass das für viel länger als 2 Stunden wirklich unterhaltsam sein würde. Ab irgendeinem Punkt wird es dann auch wirklich sehr zäh und langwierig. Ich meine, wir können da lustige Dinge machen. Ein paar gute Runs mit Rebirth The Lost machen oder Dark Souls 3 Boss Rush mit einem Broken Straight Sword. Lauter derartige lustige Dinge. Oder was ich mir auch vorgenommen habe, vielleicht auch einfach einen Stream mit wirklich schlechten Spielen. Mit schlechten Spielen, die als die schlechtesten Spiele aller Zeiten gelten, versteht ihr? Zum Beispiel ein Klassiker wie das gute alte E.T., von dem ihr alle so viel gehört habt. Ich meine, das könnte man wahrscheinlich mal spielen. Ah ja, ich denke, das ist ein sehr, sehr interessantes Konzept. Da könnte man durchaus was draus machen. Ich freue mich drauf. Ich bin so ähnlich wie mit Galeria Kaufhof. Versteht ihr? Freut man sich einfach drauf. Und das ist auf jeden Fall der Plan. Und das will ich dann am Sonntag auch ganz gerne mal anfangen. Und ich denke, es könnte sehr interessant werden. Und ich kann aktuell nicht in den Chat schauen. Verzeiht mir. Aber, dadurch, dass ich den Magic Mushroom bei mir hatte, ist der Damage von Zäumig zum aktuellen Zeitpunkt übrigens noch wirklich akzeptabel. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Und wir haben noch eine Devil-Chance. Das ist alles aktuell besser, als ich gedacht hätte. Ich spiele generell mit Zäumig aktuell besser als ohne. Das sollte ich mir vielleicht zu denken geben. Wir haben besser noch Folie und Riegel dazu, wäre es perfekt. Ne, ich weiß nicht. Sonic R wäre bestimmt interessant. Ich habe mit Johnny mal Sonic R durchgespielt im Stream. Ich mag Sonic R. Ich will Libra. Wir alle würden jetzt gerne Libra finden. Bubsy 3D oder Donkey Kong 64 wären selbst das pur. Ja, Bubsy 3D ist auch eins der Spiele, das ich für den schlechte Spiele-Stream dann gerne übernehmen würde. Und ja, ich weiß, dass ein neues Bubsy-Spiel rauskam und ich weiß, dass es ein sehr durchschnittlicher 2D-Plattformer ist. Deswegen, was soll ich sagen? Bin nicht allzu interessiert daran. Warum bin ich hier reingegangen? Ach, fuck. Ja, das war der Devil-Deal soweit. Das war dann wohl der Devil-Deal. Ich hasse es. Oh, ich hasse es hier. Ja, wisst ihr was? Jetzt hasse ich Säumel. Komm schon. Wir müssen hier mit der Fliege... Fliege! Yeah! Seht ihr den Damage? Das ist der gute BFF-Damage. Oh, das zählt nicht, das Säumel. Doch, das zählt. Ich darf auch viel Damage machen mit irgendwas. Donkey Kong 64 ist ein gutes Spiel. Darüber lässt sich streiten wahrscheinlich. Gianna Sisters Twisted Dreams. Ja, dieses neue Bubs jetzt sieht aus wie dieses Gianna Sisters. Von 2013 oder wann das war. Nein, warum bin ich in den reingerannt? Warum bin ich in... Wir haben Lil Chubby freigeschaltet. Alles cool, alles cool. Und ein Tears Up. Und wir haben Maggie freigeschaltet. Und wir haben die Challenge der Tank freigeschaltet. Und wir haben die Challenge Nummer 10 freigeschaltet. Und ich habe meinen Shotspeed verringert. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich glaube, es ist eine fürchterliche Idee. Wir haben auf jeden Fall keinen Devil-Deal mitgenommen. Aber ich denke, das habt ihr auch so... Oh, fuck. Auch so gesehen. Ah, wisst ihr was? Wir nehmen das mit. Wenn ich hin und wieder von Isaac Frog, damit ich hin und wieder ein bisschen Leben regenerieren kann. Sonst noch was auf der Ebene, das ich gerne mitnehmen würde? Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht. Wir waren im Goldraum, wir waren im Shop, wir gehen weiter. Oder? Nein, ich will noch schauen, ob ich den Geheimraum finde. Und dann gehen wir weiter. Und vielen Dank an der Kranich5 für die liebliche Resubscription. Ich spiele auch Dark Souls mit Sprachsteuerung. Hey, ich würde gerne Isaac mit Lenkrad spielen. Das wäre, glaube ich, ziemlich unterhaltsam, weil Isaac mit Lenkrad ist eine Sache. Ach, ich werde den Geheimraum schon. Was mache ich da? Isaac mit Lenkrad ist etwas, das durchaus... Moment, wir bräuchten einen Tinted Drop vielleicht. Sieh was, wir schauen uns doch um, ob wir einen Tinted Drop finden. Ich hätte gern Solar für die nächste Ebene. Also mit dem Lenkrad ist eine Sache, weil ich mir vorstellen könnte, dass sie eigentlich funktionieren. Moment, kann sie nicht. Moment, man muss... Shit. Man braucht insgesamt 8 verschiedene Richtungstasten. Oh nein. Okay, es funktioniert nicht. Das würde es doch fürchterlich machen. Ah ja, der gute Selbsthass-Sonntag. Ich sehe da Potenzial drin. Wir werden sehen, was wir jetzt machen werden. Außerdem, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, über irgendwelche Streampläne zu reden, während ich von... Na, fuck. Gegnern angegriffen werde, die alle viel zu viele Leben haben. Was wir... Mache ich denen so viel Schaden? Ich will nicht sterben. Also ich will denn nicht sterben. Also ich will denn nicht sterben. Oh, ein Herz. Dankeschön. Fuck, was wollte ich sagen? Ich wurde gerade sehr... Es hat mich gerade als sehr aus dem Konzept geworfen. Genau. Das gute alte Simpsons Lego Haus. Weiß nicht, davon... Weil, ob ihr euch erinnert, davon habe ich hier und wieder mal geredet, dass ich das machen will. Das ist immer noch ein Plan. Oh nein, geht doch. Nein!
Das würde ich immer noch sehr gerne machen, irgendwann. Nur um das mal so in den Raum zu werfen. Oh Gott, warum habe ich Säumig überhaupt mitgenommen? Es war eine fürchterliche Idee. Kann ich jetzt nicht einfach Libra random finden irgendwo? Das würde mein Leben sehr viel vereinfachen. Oh, ein Herz, an das ich hier rankomme. Sehr schön. Donkey Konga Isaac Streams voraus. Ich glaube, es könnte relativ schwer werden, die Bongo-Controller am PC anzuschließen, deswegen vermute ich ja nicht. Ich wette, mit Säumig wirst du eine Stunde für Marm brauchen. Nah, bei Marm gibt es den Easy Shortcut. Oder war das überhaupt Rebirth? War es Rebirth oder war es das alte? Oh Gott, das... Oh nein. Das alte Isaac, wo man sich unter dem Arm einfach hinstellen konnte. Nein, ich glaube, das war sogar Rebirth. Shit. Okay, machen wir uns nichts vor. Das hätte besser laufen können, okay? Das hätte besser laufen können. Sagen wir es einfach so. Sagen wir einfach, das hätte besser laufen können. Sagen wir, es könnte so einiges hier aktuell noch besser laufen. Aber wir sind auf dem Weg der Besserung. Ich habe noch ein Herz. Und ein Herz könnte unter Umständen sehr viel sein für uns, okay? Das könnte sehr, sehr viel sein. Das könnte sehr, sehr wenig sein. Ich hoffe einfach mal, dass es sehr, sehr viel sein wird. Dann hoffe ich, dass wir vielleicht... Ich habe absolut keine Ahnung. Eine Sun-Karte wäre wahrscheinlich ziemlich geschmeidig. Damit könnte ich dann irgendwie... mich ganz aufheilen. Tinted Rock, ich sehe ihn. Ah! Lucky Rock! Yes! Fuck! Nicht das Item, was ich wollte. Ich werde echt zu euch sein. Sondern nicht das Item, was ich wollte. Komm schon, Geheimraum sei hier. Yes! Okay. Es geht wieder aufwärts. Es geht wieder aufwärts. Alles wird wieder besser. Yes! Seht ihr? Ab jetzt wird wieder alles besser. Ab jetzt sind wir wieder mitten im Spiel. Vor allem, wenn ich jetzt Schaden nehme, machen die zwei schwarzen Herzen, die ich habe, mehr Schaden, als ich in 3 Jahren mit meinen Säumig-Tiers machen könnte. Also sollte das schon mal soweit schon mal unglaublich weiterhelfen. Außerdem sollte ich meine gute... Oh, geh doch weg. Ich sollte meine gute Bienen mal ein bisschen... Oh nein, zur Verteidigung nutzen. Um damit die Gegner, die mir zu nahe kommen, einfach wegzudrängen. Okay. Ey Leute, ist Moggy bei Witcher eigentlich schon bei den Erweiterungen? Noch nicht, aber im nächsten Stream werde ich mich der finalen Mission stellen, was wahrscheinlich eine Stunde so dauern wird. Und danach werde ich mit dem DLC anfangen. Das heißt, im nächsten Stream werde ich die DLCs dann betreten. Fantastisch. Diese Gegner sehen so widerlich aus. Im nächsten Witcher-Stream werden wir die DLCs dann betreten. Und nein, ich kann nicht sagen, wann er sein wird. Wahrscheinlich, wobei vielleicht am Freitag. Wir werden sehen. Was ist dein Lieblingstrinket? Fuck! Mein Lieblingstrinket aus Isaac, ich denke... Ich bin leider nicht ganz up-to-date, wie gesagt, bei den ganzen Trinkets. Ich weiß nicht wirklich, was... Oh Gott, was es alles gibt, was... Nein, ich hasse diesen Raum gerade. Oh Gott, sie sind alle tot. Und was alle machen, aber... Ich denke, Cancer und Curved Horn sind immer noch alte Klassiker, welche sich über sehr, sehr lange Zeit bewährt haben. Und ich denke, sie werden sich auch in der Zukunft immer auch noch weiterhin bewähren. Ich denke, mit den beiden kann man nicht allzu viel falsch machen, ehrlich gesagt. Ansonsten, keine Ahnung. Also, wer sind denn aktuell die beliebtesten Trinkets, die es so gibt? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Oh nein. Zu viele Dingle Juniors. Zu viele Dingle Juniors. Weg. Das Steinteil macht nicht so viel Schaden, wie es sollte. Gott, die Musik hier ist so langweilig auf der Ebene. Mein Gott. Cancer, der Klassiker. Exakt. Das ist der alte Klassiker. Kann man nichts falsch machen. So ein kleines Krustentier. Oder was auch immer das darstellen soll. Es ist ein Tumor. Machen wir uns an der Stelle nichts vor. Oh nein, nicht ihr. In die Stacheln mit dir. Nein, in die Stacheln. Oh Gott. Die Stacheln. Okay, da haben wir den Boss. Und ich habe noch 1,5 Herzen. Nicht optimal, aber wir werden sehen, ob wir das Beste draus machen können. Außerdem, der Legendary Pommes hat subscribed. Vielen lieben Dank an dich für die liebliche Subscription. Ich bin ein Fan von der neuen Cracked Crown. Mit der bin ich leider nicht vertraut. Und ich würde sagen, bevor wir zum Boss gehen, würde ich unglaublich gerne... Shit.
können nicht an den Automaten ran. Moment, wir haben noch gar keinen Goldraum oder Shop gefunden. Es gibt auch noch neue Trinkets. Mit denen bin ich ja noch weniger. Ich bin doch schon mit den Afterbirth Plus. Oh nein, Trinkets nicht vertraut. Wenn es dann noch neuere gibt, ich habe doch keine Ahnung. Okay, das könnte uns potenziell den Arsch retten. Ich weiß auch noch nicht ganz wie. Aber es könnte. Wir müssen nur einfach irgendwo eine Truhe gespawnt bekommen. Und du bist ein Automat, der hin und wieder Soul Hearts gibt. Komm schon. Soul Hearts oder Trinkets? Ich bin gut, das ist Cancer Trinket. Ich weiß, nee, Cancer stackt glaube ich nicht mit Zollmilk. Das ist stark. Oh nein! Tarotkarte, wirklich? Okay, aber die Tarotkarte gibt es die Möglichkeit, dass wir zu dem Automaten rübergehen können. Und dann spielen wir in dem noch ein bisschen in Hoffnung, dass wir ein Herz oder so rausbekommen. Und wir bekommen nichts. Springen wir in die Luft. Und wir bekommen eine Pille, welche Retrovision ist. Gut. Es könnte kaum besser sein. So, aber auf der anderen Seite. Moment, wir decken die ganze. Wisst ihr was? Nein, ich will die Kugel mitnehmen als Item. Nein, wir brauchen den Damage. Fuck! Will ich die Kugel mitnehmen? Welches mir möglich, hier wieder die Karte aufzudecken oder die Bohne für den Damage? Ah, ich glaube, der zusätzliche Damage, der ist auch relativ viel wert. Wir bleiben beim Damage. Mogi hat teils so wunderbare Items, wie ich töte für solche Items. Was? Soymac? Der Magic Mushroom, der ist ziemlich gut. Dagegen kann ich nicht viel sagen. Und viel Dank an Timo Jamon. Ist ein richtiger Aussprache, ich denke schon. Für liebliche Resubscription. Soll ich meinen obligatorischen Samarino da lassen? Kannst du bitte meinen Hamster grüßen? Hi Hamster. Wie geht's dir? Quiek, hat er gesagt. Weil er ein Hamster ist, versteht ihr? War das richtig? Ich denke schon. Ich grüße nicht allzu oft Hamster. Verzeiht mir. So. Aber. Ich glaube, ich sollte. Nein, wisst ihr was? Ich wollte gerade sowas sagen wie. Aber der Damage von meiner Soymic sieht gar nicht mal so übel aus aktuell. Dann ist mir aufgefallen, es ist Soymic. Und ich sollte sowas absolut nicht sagen, denn sowas geht ja fürchterlich aus, wenn ich sowas sagen würde. Oh nein, geht weg. Oh nein. Ich habe die Maske nicht gesehen. Waren zu viele Gegner auf einmal. Du hast dem Hamster gerade einen Antrag gemacht. Oh nein, das wollte ich doch weniger. Okay, wir machen das nochmal. Zu meiner Verteidigung, ich habe im Hard Mode gespielt, okay? Und hier für Seeds, was auch immer, hauptsächlich für YouTube-Aufzeichnung, denke ich. Ist das Standard Isaac oder mit Mods? Das ist Standard, aktuelles Standard Afterbirth Plus. Was inzwischen schon mit dem regulären Rebirth nicht mehr allzu viel zu tun hat. Aber ich habe keine Mods manuell reingemacht. Das heißt, das ist so gesehen das Spiel, wie man es aktuell auf Steam hat. Aber gut. Diesmal nehmen wir keine Zollmic mit. Und dann wird alles fantastisch. Dann wird alles absolut fantastisch. Das zählt auch gar nicht. Das war sowieso nur, wenn ich mich kurz einspielen kann. Und die Berührung mit der Spinne gerade war mein Plan. Die Mimik werden wir nicht berühren. Ihr werdet sehen, ab jetzt wird alles besser. Morgen ist der erste Erfahrung mit Booster Packs. Nein, das stimmt nicht. Das erste Booster Pack habe ich live miterlebt. Beim zweiten weiß ich gar nicht mehr. Und ja, danach schon nicht mehr. Aber beim ersten Booster Pack habe ich das Spiel noch gespielt. Nur alles andere ist aktuell eher relativ neu zum Teil für mich. Das ist unangenehm. Und Fifi nimmt man gerne. Onkel Schummi für den geilen Euro. Hat so gesagt, ich donate 2 Euro, wenn du den Run schaffst. Aber ein Trostpreis ist immer drin. Weißt du was? Den Trostpreis weiß ich sehr zu schätzen. Vielen Dank. Sprint mir nicht entgegen, du gemeine Spinne. Sprint mir nicht so entgegen. Ja, was sagt mir, dass das jetzt nicht alles besser wird? Treib's nicht zu weit. Herr Brotovic. Mit Brot habe ich heute sowieso. Ich habe heute genug von Brot bekommen, also. Treib's nicht zu weit, will ich einfach nur sagen. Das ist doch schon wieder so ein Scheiß-Item. Revenge Fluff. Das ist halt kein gutes Item. Aber okay. Und ich muss schauen, ob wir irgendwo Tinted Rocks haben. Denn wir haben ja nicht mehr, Dwayne der Tinted Rock Johnson. Das heißt, ich muss selber die Augen offen halten. Da ist ein Tinted Rock. Den werden wir aber erst nach dem Bosskampf knacken, würde ich sagen.
Dann ist es nämlich ziemlich egal, wenn ich beim Boss vielleicht Schaden nehme. Es ist so oder so. Zwei Bomben. Darf ich fragen, wieso du die Six noch nicht hast? Weil ich ein neues Spiel angefangen habe. Ich habe noch so ungefähr... Schon wieder ein langer Larry. Das ist doch, heute ist der eine Tag. Das ist ein gutes Zeichen, Leute. Wenn so ein langer Larry vor mir steht und das noch vor der Weihnachtszeit, dann lächle ich vor Heiterkeit. Versteht ihr? Das ist der lange Larry. Den kann man nicht sagen. Ja, das zweite Mal heute. Es sind drei Larrys. Das sind ein bisschen zu viele. Ist heute schon Weihnachten? Um dem Larry nachzuurteilen, definitiv ja. Nicht berühren, bitte. Lass mich nicht an. So, wir nehmen die guten... Ja, das ist... Das Item hatten wir auch schon im letzten Run, aber wie auch immer. Die guten Isaac-Mechaniken. Wo irgendwie... Teile von Runs immer über mehrere Runs hinweg übernommen werden, aus irgendwelchen Gründen. So, wir machen den Tinted Rock weg und wir bekommen eine goldene Schatztruhe. Welche ein Zaunart beinhaltet! Yes! Okay, das ist wirklich der Cursed Room, aber das ist okay. Wir müssen uns einfach nur ganz langsam dem ganzen Spiel nähern. Und dann bekommen wir alles hin. Gibt es eigentlich inzwischen auch neue Bosse, die eingeführt wurden in dem Spiel? Das wäre eine Sache, die wahrscheinlich auch relativ interessant wäre. Denn nachdem inzwischen auch schon neue Gegner und sowas eingeführt wurden, kann ich mir durchaus vorstellen, dass vielleicht auch neue Bosse eine Sache sind, die inzwischen existiert. Aber ich weiß es nicht, deswegen habe ich gefragt, versteht ihr? Versteht schon. Es war kein allzu komplexes Konzept. Sprengen wir den Automat einfach weg. Na gut, nehmen wir die Münzen mit. Ich mag das Detail mit der Arschritze. Welche Arschritze? Von dem guten Larry, weißt du, den Larry meinst, das war keine Ritze, das war ein Loch. Das war ein Popoloch. Angel oder Devil? Falls du meinst, dass ich auf Angel oder Devil Deals spiele, dann. Ich weiß, dass inzwischen Angel Deals gebufft wurden. Aber ey, ich bin ein klassischer Mann, ich spiele auf meine Devil Deals. Ich vertraue den Angel Deals einfach nicht. Vor allem. Weil ich die ganzen Lost-Items im Spielstand ja noch nicht mal frei habe. Das heißt, Angel Deals sind sogar noch ein bisschen schwächer, als sie ansonsten wären. Weil noch diese ganzen verschiedenen Items fehlen. Zwei Bomben gegen vier Münzen, guter Deal. Was soll ich machen? Ich hatte nicht mehr viele Möglichkeiten, außer den Automaten Luft sprengen und da vielleicht was Gutes rausbekommen. Wisst ihr was? Wir gehen direkt zum Boss. Soll ich noch zwei Fliegen bei mir ab? Das ist eine... Warum habe ich überhaupt daran gedacht, es zu versuchen? Oh Gott. Okay, wisst ihr was? Okay, nein. Nein. Der kleine goldene Freund, der wird den Kampf für mich erledigen. Ich mache jetzt nichts mehr. So. Du wirst den Kampf für mich zu Ende bringen. Fucking Haunt. Ja. Dankeschön. Und wir kommen eins der schlechtesten Boss-Items von allen. Und dafür ein Trinket, wenn ich es gleich mal so verkehrt ist. Damit hat man geile Giftbomben, wenn mich nicht alles täuscht. Das gefällt mir. Okay. Oh, spielst du vielleicht auf Angel Deals? Angel Deals. Ja, klar. Angel Deals. Ich denke, wir sind zum aktuellen Zeitpunkt immer noch ein gutes Stück davon entfernt, dass sich Angel Deals in irgendeiner Hinsicht lohnen würden. Oder sehe ich das falsch? Ich meine, wir haben hier Rotten Baby und zusätzlich noch ein paar gratis HP bekommen. Aber was will man mehr? Rotten Baby ist nach wie vor eins meiner absoluten Lieblings-Items in dem Spiel. Seht ihr? Deswegen spiele ich auf Devil Deals. Das ist das Isaac, mit dem ich was anfangen kann. Und vielleicht lege ich mich jetzt wieder zu weit aus dem Fenster, aber ich würde behaupten, Rotten Baby sollte genug sein, um mich durch diesen Run zu carryen, ehrlich gesagt. Vor allem in Kombination mit der Begleiterfliege hier, welche die Gegner mal angreift, sobald ich einmal Schaden genommen habe. Das sollte... Anemic, fuck. Meine Range immerhin. Ich dachte kurz, wäre das Gute. Aber das Gute war der Tropfen, der andersrum war. Auf jeden Fall. Würde ich sagen, diese beiden Items, die wir haben, sollten definitiv genug sein, um uns durch den Run zu carryen. Dementsprechend, ich kann mich zurücklehnen. Ich muss nicht mehr allzu viel machen.
Oh, das Trinket, das ich habe, die Creep Bombs, die bringen das eine... Das ist so ein komischer, dass die grüne Pfütze unter den Bomben ist. Nee, gut. Warum nicht? Ich fühle mich sogar fast dazu verleitet, in den Curse Room zu gehen. Und was ist das für eine Karte? Will ich die einsetzen? Was macht die Karte? Zwei Trinkets. Ja, weil ich den Bauchnabel gefunden habe als Boss-Item. Der droppt zum einen ein Trinket und zum anderen kann man dann zwei Trinkets tragen. Brimstone und Call in den nächsten Devil Deals. Lamp of Coal und Brimstone halte ich für unwahrscheinlich, dass ich die beide bekommen werde. Weil Lamp of Coal bekommt man nicht so einfach. Beziehungsweise man bekommt es nicht in Kombination mit Brimstone in der Regel. Lamp of Coal ist ein Item, was man sich nicht aussucht. Aber Brimstone... Na, Brimstone wäre auch relativ lame, ehrlich gesagt. Oh Gott. Oh nein, ich habe schon wieder zu viel Schaden genommen. Wäre auch relativ lame, ehrlich gesagt. Ich hätte gern irgendwas, was meine aktuell relativ passable Feuerrate etwas unterstreichen würde. Das heißt, da hätte ich irgendwie Lust drauf. Ich glaube, das Touch wäre ein Klassiker, den ich immer wieder mitnehmen würde. Unser Key. Das ist okay, wir haben zwei von beiden. Das macht alle, die macht alle langsam. Duct Tape Stuck. Ich glaube, das will ich nicht. Ich weiß nicht, was das bringt. Okay, damit habe ich dann quasi für einen Raum dann den Stopwatch-Effekt oder für kurze Zeit. Sehr schön. Oder der Stopwatch-Effekt ist absolut nicht verkehrt. Gab es eigentlich bei Anti-Murphy in der Zwischenzeit auch mal irgendwelche Updates oder so? Ich meine nicht, dass ich welche brauchen würde, aber ich frage aus Interesse, weil ist ja immer wieder mal, ist immer noch ein paar Monate her, seit ich zuletzt gespielt habe. Deswegen, oh fuck. Helf dem Mogi auf den neuesten Stand zu kommen, so halbwegs. Oh Gott, fette Schwabbelmänner. Erinnert mich an die gute alte Mod, die es mal gab, welche... Oh Gott! Danke. Danke, dass ihr euch gegenseitig mich reingeschützt habt. Die gute Mod, die es mal gab, die aus den Schwabbelmännern Pinky Ries gemacht hat. Das war der Klassiker. Mit Ducktape hast du, glaube ich, einen festen Abstand zu Begleitern. Ah, das könnte gut sein. Ach nee. Ducktape klebt deine Companions an dich dran. Moment, wisst ihr was? Nehmen wir das direkt mal mit. Ich will es mal kurz anschauen. Ja, ich sehe schon. Der Limmel bleibt da, wo er ist. Allerdings, in Anbetracht der Tatsache, unser Begleiter das Rotten Baby ist, würde ich sagen, das bringt uns nur bedingt viel. Brimstone und Ludovico ist ziemlich super. Ach, bitte. Das, die Kombination von Brimstone und Ludovico-Technik, die war irgendwann mal in der ersten Woche, als Rebirth released wurde, der heiße Scheiß. Aber inzwischen ist das ist doch die lämste Kombination, die man nur haben kann. Ah, früher war das mal der heilige Gral. Und dann kam irgendwann auch relativ zu frühen Rebirth-Zeit das Gerücht auf. Von wegen, hey, hast du schon gehört, wenn du Soulmic hast und dann dazu Libra, wirst du scheiß stark. Und das war relativ interessant. Ich glaube wirklich, in dem Run hatte ich die Kombination, aber leider nie. Hat ziemlich traurig jetzt. Nein! Den Mulligan wollte ich haben. Naja, Stigmata nehmen wir auch. Damage und HP ab, will ich mich nicht beschweren. Genau, Libra und Solmik hatte ich leider nie wirklich in dem regulären Run. Ist halt auch inzwischen... Es wird immer unwahrscheinlicher, das zu bekommen, je mehr Items es gibt. Aber, das sei es scheiß. Vor allem, was ich bei der Kombination immer noch relativ interessant finde, ist, dass es auch die Höhe von den Tiers irgendwie, von wo aus sie abgefeuert werden, verändert. Wodurch die Tiers dann über einige Steine und sowas hinwegfliegen. Aber nicht über alle, aber über einige. Und das ist super seltsam irgendwie. Das ist eine sehr interessante Item-Kombination. Und, oh nein. Und eines Tages werden wir sie regulär finden. Nicht heute, nicht morgen, aber eines schönen Tages. Oh, BFF. Wisst ihr was? BFF bringt mir gewaltig viel, wenn ich gerade drüber nachdenke. Dann wird meine goldene Fliege schneller. Hey, wir haben die Blue Bear freigeschaltet. Und das war's schon wieder. Sehr schön. Tech-X und Brimstone ist auch ziemlich cool. Schießt du Ludovico-Kreise. Tech-X ist ein Item, das ich ehrlich gesagt nicht sonderlich mag. Irgendwie ist Tech-X einfach so... Ich meine, es ist okay und alles, aber es ist irgendwie ein langweiliges Item. Ich bin nicht der größte Fan davon.
Brimstone dagegen? Heißer Scheiße, hier Brimstone, da kann ich nie was dagegen sagen. Mit Brimstone zu spielen macht doch immer Spaß. Ich meine, das ist auch so ein Stück weit die Problematik, die sich mit Bomb's Knife immer auftut. Na, vor allem mit Bomb's Knife. Bomb's Knife ist halt einfach ein... Es ist kein Über... Ich meine, es ist ein spaßiges Item. Dagegen will ich nichts sagen. Bomb's Knife ist ein absolut spaßiges Item, aber... Wenn man es jetzt irgendwie schon so oft gehabt hat und sich in der Regel an dem, wie das Knife funktioniert, nie was ändert, wird es halt wirklich sehr, sehr langweilig. Aber man will es immer mitnehmen, weil es ein Runwinner-Item ist. Aber es ist so fürchterlich langweilig. Das heißt, das ist, man muss sich irgendwie entscheiden. Bei Brimstone dagegen hatte ich so ein Problem. Die Brimstone hat so viele Kombinationsmöglichkeiten und Brimstone ist mit eines der spaßigsten Items. Ich denke, einfach einen riesigen Laserstrahl aus dem Mund zu verschießen. Oh nein. Nein! Das ist eine Sache, die nie alt werden wird. Fantastisch. Okay, wisst ihr was? Ich beschwere mich nicht. Ich hätte doch die Error-Karte einsetzen können. Was auch immer. Was auch immer. Magic Mushmush sollte mich noch ein Stück weit weiter carryen. Alle Devil-Deal-Items oder alle Angel-Deal-Items? Was? Wenn ich mir aussuchen könnte, was von beiden ich haben wollen würde, dann wahrscheinlich die Angel-Deal-Items, weil sie unterhaltsam sind und die hatte ich sehr viel weniger als die Devil-Deal-Items, aber aus einer effizienten Spielersicht würde ich auf jeden Fall die Devil-Deal bevorzugen in der Regel. Naja, der Limit ist auch neu. Oh Gott. Außerdem, unser Damage ist ziemlich gut aktuell. Jetzt bekommt er schon wieder den Pilz. Du weißt ja, wie man sagt, es bleibt der Familie. Hä? Steht ihr? Weil es ein Item war. Weil es ein pixeliges Item war. Und mein YouTube-Avatar von dem einen Kanal auch pixelig ist. Ah, humorvoll. Und, vielen Dank an Black Wolf 1989 für die liebliche Resubscription. Wir werden drüber nachdenken. Wir werden drüber nachdenken. Eventuell werden wir damit was machen, denn diese Räume, die waren wirklich... ich glaube, mit Afterbirth wurden sie gebufft. Im normalen Rebirth, mein Gott, waren diese Räume scheiße. Sie waren eigentlich hauptsächlich eh nur dafür, dass The Lost Mysterium, welches dann sehr schnell aufgelöst wurde wegen Data Mining und dergleichen, aber trotzdem, diese Räume... Nach, ja... Die waren sehr lange Zeit unglaublich fürchterlich. Und vielen Dank an Schrücke da. Ich gewöhne mich langsam, den Namen auszusprechen. Vielen Dank für den geilen Film, wa? Morgen denkst du auch an regelmäßige Trinkpausen? Denn ich muss mir jetzt was zu trinken holen. Nein, denke ich aktuell nicht. Aber zu meiner Verteidigung. Es ist nicht mal eine Stunde her, seit ich zuletzt was getrunken habe. Das heißt, wir sind noch ziemlich flüssig aktuell, könnte man sagen. Das ist ziemlich humorvoll. Oh, das ist heute. Heute ist ein goldiger Stream, ich merke das schon. Heute ist ein goldiger Stream. Ah ja, vermutlich sollte ich immer schön was trinken. Den verstehe ich nicht, erklären mir. Oh Gott! Ich fange schon wieder an, den Chat zu lesen, während ich Isaac spiele. Oh, und das stellt sich nie als eine gute Idee heraus. Wobei ich sagen muss, dass die Runs aktuell sehr viel besser machbar für mich sind, als die Runs, die ich immer wieder mal random jetzt letzte Zeit gemacht habe mit dem 100% Spielstand. Denn da war es, glaube ich, immer ein bisschen zu viel Zeug für mich, wenn man nicht mehr ganz drin ist, wenn man bei dem 100% Spielstand da spielt. Aber das hier, das ist alles ziemlich leicht zu managen. Und das sage ich nicht nur, weil ich ein gutes altes wahrscheinlich S-Tier-Item bekommen habe und dann noch ein paar andere wirklich, wirklich gute Items. Nein. Ey, ich habe ziemlich viel Glück aktuell. Dagegen kann ich wahrscheinlich nicht allzu viel sagen. Ist schon fast Comedy Platin. Danke, danke. Ich arbeite dran. So, ihr geschiedenen Ehemänner, Larrys. Und du stirbst auch. Wisst ihr, das ist eine Sache, die mich irgendwie eigentlich auch relativ fasziniert, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Ich habe Isaac für sehr, sehr lange Zeit auf meinem Kanal immer gespielt. Und ich habe nie wirklich... Warum mache ich das überhaupt? Der Shop ist absolut wertlos zum aktuellen Zeitpunkt. Und ich habe mir nie die Mühe gemacht, für die einfachsten Gegner mal wirklich... Oh, Bad Trip, fantastisch. Für die einfachsten Gegner mal nachzugoogeln, wie die denn letztendlich heißt oder so. Es war mir immer egal. Das ist ziemlich fürchterlich. Aber gut, das war... Na, da komme ich, glaube ich, nicht ran. Das war ziemlich fürchterlich und hat... Okay.
Ist ja. Falls ihr dachtet, das ist ein gewonnener Run, möchte ich direkt mal anmerken, dass ich einen Weg finde, um das zu ändern, okay? Ich finde einen Weg, den gewonnenen Run aufzugeben. Ich finde einen Weg! Ich denke, wir sind aktuell auf einem ziemlich guten Weg, das zu finden. Oh Gott. Das ist traurig! Ich spiele schon seit fast einer Stunde Isaac und wir haben noch nicht mal Mom besiegt! Forsaken! Oh Gott, du stellst dich in die Mitte und machst dann Brimstone in alle... Ja, ich erinnere mich. Okay, das war so viel Damage wie erwartet. Gut, bringen wir es zu Ende. Ich glaube, das wird unser erster gewonnener Run. das waren die neuen Larrys, die gar nicht mehr so neu sind. So neu sind sie auch nicht mehr. Ändern wir unser Aussehen. Ich sehe fürchterlich aus. Haut mich nicht um, ehrlich gesagt. Haut mich nicht um. Tears down. Fantastisch. Absolut fantastisch. Da war ein Tinted Rock links vom Boss. Es bringt mir nichts. Aber das ist auch egal. Wir sind auf der letzten Ebene für diesen Run. Au! Nach der Ebene wird der Run zu Ende sein. Denn der erste Run, den man in dem Spiel macht, bei dem kann man nur Mom besiegen. Das heißt, wir müssen uns nicht mal zu viel... Wisst ihr was? Das macht mich jetzt ein bisschen traurig, wenn ich drüber nachdenke. Kerlos, mein Freund, komm mit mir. Das macht mich, wenn ich gerade... Oh, shit. Das macht mich traurig, wenn ich drüber nachdenke, weil wir eigentlich echt Potenzial für einen ziemlich guten und starken Run hätten. Aber das nicht passieren wird, weil der Run sehr schnell vorbei sein wird. Oh Gott, nein. Für die Teile habe ich auch sehr lange gebraucht, um denen irgendwie vernünftig ausweichen zu können. Das mit dem Antäusch, was ich gerade eben gemacht habe. Ich habe wirklich sehr, sehr lange gebraucht, um das irgendwie hinzubekommen. Das war fucking dumm. Ja, das ist schon wieder eine Sackgasse. Oh, wie schön, ich darf hier nochmal durchlaufen. Aber im Endeffekt muss ich sagen, ich weiß nicht, wie viele von euch Isaac letztendlich tatsächlich selbst gespielt haben und vor allem, wie viele ihr es gespielt habt. Aber wenn ihr es schon damals, als es rauskam, gespielt habt, damit war ich Rebirth, nicht das erste, und wenn ihr es da dann viel gespielt habt, dann werdet ihr wahrscheinlich damals auch schon The Lost freigeschaltet haben. Ich weiß, die meisten von euch werden da stehen und sagen, oh, also ich habe damals mit The Lost Rebirth alles freigeschaltet. Das ist eine Sache, die mich immer wieder... Das ist eine Sache, die ich eigentlich sehr schade finde. Weil... Erstmal, von Pommes Rot-Weiß mit dem Z haben wir gerne 2 Euro. Discord-Server, link schnell. Der war doch da gerade eben irgendwo. Ja gut, ich kann nochmal in den Chat reinposten. Und wenn ihr Subscriber seid, bla 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 bla. Ihr kennt das übliche Spiel. Auf jeden Fall. The Lost. Ein Charakter, mit dem ich wirklich unbedingt mal das Blue Baby besiegen will. Vielleicht sogar ohne Holy Mantle oder so. Ich weiß nicht. Das war irgendwie, wenn ich so zurückblicke, es war eine sehr einzigartige Spielerfahrung im Endeffekt. Einfach mit dem tatsächlichen The Lost alles freischalten. Ich meine, den The Lost, den es heutzutage gibt, der ist halt einfach... Er ist so stark gebufft, wie es für den Charakter nur möglich wäre. Und zwar meine ich so stark gebufft, dass von dem letztendlichen damaligen Spielgefühl eigentlich nichts mehr übrig ist. The Lost ist inzwischen ein... Nicht unbedingt ein starker Charakter, aber ein durchaus akzeptabler. Damals dagegen, The Lost war einfach mit einer Berührung tot. Und hatte gar kein Spacebar-Item. Und konnte nicht über irgendwelche Wände hinwegschießen oder dergleichen. Es war einfach nur... Der Vorteil von The Lost war, dass Lost fliegen konnte. Und Devil Deeds mitnehmen. Und das war es im Großen und Ganzen. Und es war ziemlich, ziemlich cool. Oh Gott. Ich weiß noch, wie vielen Runs ich dann... Oh, das ist zwar ein Foto. Das sind gerade mal die Devs 1. Ich dachte, wir schon bei den zweiten. Seht ihr das Item hier? Wenn das jetzt eine Lost Run wäre... Dieses Item würden wir haben wollen. Das ist der Jackpot, den man haben kann. Die geilen 9 Lives. Nehmen wir das stattdessen mit. Hey, wir haben Azazel freigeschaltet. Und ich weiß nicht, was das bringt. Was auch immer. Auf jeden Fall, letztendlich die Spielerfahrung war sehr, sehr interessant. Und ich finde es relativ schade, dass davon heutzutage nicht mehr allzu viel übrig ist. Dass Lost einfach so stark gebufft wurde. Und ja, ich weiß, dass es inzwischen auch den Keeper gibt. Mit welchem ich tatsächlich bisher immer noch keinen Run gemacht habe. Ich habe auch das Gefühl, dass der Keeper einfach nicht sonderlich... nicht so unterhaltsam sein wird wie Lost damals. Was ich damit sagen will,
Ihr solltet mal mit dem klassischen Lost auf jeden Fall ein bisschen Isaac spielen. Es ist sehr, sehr interessant, falls ihr es nie gemacht habt. Ich würde es sehr empfehlen. Was wir auch irgendwann mal bei dem guten alten Selbsthass-Sonntag auch machen werden. Das wird relativ interessant. Oh Gott, wenn ich drüber nachdenke, wie oft ich versucht habe für Videos, für MOP einfach mit Lost was freizuschalten. Oder mit Lost irgendwo hinzukommen. Wie viele Stunden ich verschwendet habe. Ich bin halt einfach kein guter Spieler. Man kann es nicht anders sagen. Oh Gott, Lost hat mich sehr traurig gemacht. Die Deathlist markiert, glaube ich, Gegner, die dann mehr Schaden nehmen und manchmal Zeug droppen. Okay. Das heißt, Gegner, es macht das ähnliche wie der Lucky Shiny Rock, wie heißt das Trinket, was dann bringt, dass Tinted Rocks irgendwie aufleuchten, nur in dem Fall mit Gegnern quasi. Er hat so kurz geschafft, das Blue Baby mit Rebirth mit Lost zu killen. Alter. Das ist halt wirklich eine Leistung. Ja, da ich habe gerade gesehen, die Markierung über den Kopf von ihm. Aber er hat im Endeffekt nichts gedroppt. Vielleicht, weil zwei Gegner aus ihm rauskamen. Okay, relativ interessant. Scheint mir ein ziemlich langweiliges Item zu sein. Und ich habe das Gefühl, das Item ist nur da, damit die Devil Deals ein bisschen geschwächt wurden. Denn das ist auch eine Sache, welche... Irgendwie langsam aber sicher, es hat ein bisschen gedauert, aber die Devil Deals wurden in Isaac nach und nach, zumindest seit Rebirth, wurden sie nach und nach immer wieder ein Stück weit geschwächt. Denn, da kam auch nichts raus, das ist fucking seltsam. Denn im ersten Rebirth waren die Devil Deals einfach so lächerlich fucking stark. Man ist eigentlich in jedem Run immer Guppy geworden. Was halt echt lame war, weil ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber... Shit, wir waren schon im Goldraum. Was suche ich denn hier überhaupt? Weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Guppy ist fucking stark. Man hat eigentlich in ungefähr mindestens jeden zweiten oder... Wenn man wirklich wenig Glück hatte, in jedem dritten Run wurde man immer Guppy in Rebirth. Oh, und das war ziemlich fantastisch, ehrlich gesagt. Ich meine, es war ab irgendeinem Punkt auch wirklich lame, aber Guppy ist ähnlich wie Brimstone. Niemand würde sich jemals darüber beschweren, Guppy zu sein. Es ist einfach zu spaßig. Es ist auch nicht wie beim Snipe, was dann lame ist. Nein, Guppy zu sein ist immer eine gute Sache und es ist im Großen und Ganzen gewonnener Run. Außer wir kämpfen natürlich gegen Gegner, deren Verteidigung immer mitskaliert und die absolut keinen Spaß mehr machen. Aber von denen reden wir nicht. Sind fürchterlich. Ich wäre gerne Guppy, will ich damit sagen. Oh, wäre ich gerne Guppy. Fällt gerade auf, ich habe vorhin ja meine Antibiotika-Frage gestellt. Ich habe gleich in den Chat geschaut, ob jemand geantwortet hat. Verzeiht mir das. Ich versuche nur aktuell meine Augen lieber beim Spiel zu behalten. Denn das hilft mir in der Regel ganz ungemein, damit ich nicht komplett sterbe. Die Verwandlungen sind doch immer stark. Oder gibt es eine schwache Verwandlung? Ja, es gibt eigentlich inzwischen einige schwache Verwandlungen. Das heißt zum Beispiel die gute alte Fungi-Transformation, welche man bekommt, wenn man drei verschiedene Pilz-Items mit sich herumschleppt. Damit bekommt man dann, Head of Keeper. Yeah, das sind die Segmenten. Ich mag Items, die dafür sorgen, dass die Tiers anders aussehen. Auf jeden Fall. Dafür bekommt man dann eine Pilzmütze auf dem Kopf und... Ich glaube, man bekommt ein Herz dazu und das war's im Endeffekt. Das heißt, das ist wirklich eine schwachsinnige Verwandlung. Generell, die meisten Verwandlungen sind eigentlich ziemlich lame. Lord of Flies zum Beispiel. Nicht der heißeste Scheiß, man kann dann zwar fliegen. Ja, wobei, gegnerische Fliegen gehören dann, oder kleine Fliegen werden dann direkt zu blauen Fliegen, aber auch nicht der heißeste Scheiß. Es gibt eigentlich nicht wirklich noch eine andere Verwandlung, die so gut ist wie Guppy, was wahrscheinlich auch Sinn ergibt. Warum habe ich gerade mehr Damage bekommen? Aber ich würde sagen, die eine neue Verwandlung, die man auf jeden Fall haben will, auch wenn viele immer gerne sagen, dass sie overrated ist, ist die gute alte Bookworm-Verwandlung. Welche man bekommt, wenn man drei Bücher in einem Run wenigstens mal aufgehoben hat. Und wie ihr euch sicher denken könnt, bekommt man das ziemlich oft hin. Oh mein Gott! Fuck! Ich hasse diesen Run. Wie ihr euch denken könnt, bekommt man das ziemlich oft hin, drei oder mehr Bücher aufzuheben. Und auch wenn die Verwandlung nicht allzu viel macht, mag ich sie, wenn man sie sehr oft bekommt und sie nur Vorteile hat. Hin und wieder hat man dann 20-20-Schuss. Und ich weiß nicht, das reicht mir in der Regel immer.
Die Deathlist funktioniert anders. Du musst die Gegner in der Reihenfolge, in der sie die Markierungen haben, killen. Dann droppt der letzte entweder ein Objekt oder du bekommst ein Stat-Up. Das ist doch ein interessantes Item. Ja, das wird mir hier nicht möglich sein. Wir haben den guten alten Proptosis Magic Mushroom Run. Und der wird bei Mom enden. Der Run wird bei Mom enden. Und es gibt nichts, was wir dagegen machen können. Wie schön. Sterbt einfach alle. Ich will nicht mehr drüber reden. Ich bin jetzt sauer. Ich bin jetzt traurig. Ich bin wütend. Schnief. Oh, natürlich. Champions Belt. Noch ein Damage ab. Dankeschön. 27 Damage. Wohl eher nicht genug Damage, um weiter als bis Mom zu spielen. Friends till the end. One makes you small. Wolves of Steel Pille. Ich kann auch nicht den Boss Rush mitnehmen oder so. Och, ist das lame. Oh, das gefällt mir überhaupt nicht. Wobei, vielleicht wurde es ja geändert, dass man nach dem ersten Run nicht weiter als bis Mom spielen kann. Ich gehe nicht davon aus, aber wir werden es herausfinden. Entschuldige, Mutter. Berühr mich bitte nicht. Ja, fuck. Fuck! Fuck! Der Run hat Potenzial zu allem. Sad. Ja. Oh, hey. Wir haben die Möglichkeit, weiterzuspielen, freigeschaltet. Und 8000 Challenges. Gib mir mehr Challenges. Ist okay. Ja. Okay, ja. Okay. Wir haben ein paar Dinge freigeschaltet. Du kannst dich doch noch in den Errorraum porten. Wie hätte ich mich bitte in den Errorraum porten sollen? Schau ich das Bild an, das habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Wie hätte ich mich in dem Run in den Errorraum porten sollen? Machen wir eine klassische Challenge. Eine absolut klassische Challenge. Nämlich die gute Head-Trauma-Challenge. Welche daraus besteht, dass wir ein paar verschiedene nette Items haben. Und ich weiß noch, dass ich die Challenge damals ziemlich, ziemlich schwer fand. Und es gibt eine ziemlich leichte Siegesbedingung bei der Challenge immer. Welche wir vermutlich nicht erreichen werden. Aber wenn man... So will man das machen. Aber wenn man sie erreicht, wird das ziemlich fancy. Und zwar will man einfach nur... Wie war der Name? Weil wir einfach nur Lump of Coal haben. Und wenn man Lump of Coal hat, dann ist er ziemlich, ziemlich stark. Hey, du hast Game Warp freigedeckt. Danke, mein Guter. Gut. Machen wir die Challenge. Ich glaube, da muss ich. Ja, muss ich nur Mom killen wieder. Warum habe ich Tuff Spades gerade eingesetzt? Oder hat jemand ein Problem mit der Challenge? Ist jemand dagegen, dass ich das machen werde? Antibirth-Frage. Nein, es gibt keine Updates. Die Entwickler von Antibirth haben bei dem neuen Booster Pack mitgemacht. Ah, okay, okay, okay. Ah, dachte ich schon, dass. Ah! Fuck. Dass da nicht allzu viel neues Bounty-Wurf kommen wird, weil was sollen sie auch Neues machen? Es ist eine riesige Mod und ich denke, sie haben da so weit im Großen und Ganzen gemacht, was sie machen wollten. Ich denke, es ist in sich eigentlich schon relativ abgeschlossen soweit. So, sterbt alle. Ja, das wird eine fürchterliche Challenge. Oh Gott, das... Wisst ihr, diese Challenge, die weckt alte Erinnerungen in mir. Sie erinnert mich an die frühe... Gott, die frühe Isaac-Zeit ist halt... Oder die frühe Rebirth-Zeit. Das ist wirklich lang her. Das ist wirklich, wirklich, wirklich lang her inzwischen. Ey, ich weiß noch, dass ich auch meine Zeit dann... Das war irgendwie... Das war unter allen, die auf YouTube irgendwie Isaac gespielt haben. Weil das so, wenn man normale Runs im Großen und Ganzen genug gemacht hat... Keine Idee mehr hatte, was man machen kann, hat man immer gesagt... Challenges... Leute, wie wäre es, wenn ihr uns Challenges gebt? Sagt uns einfach, welche Items wir haben sollen und dann machen wir das so. Und das hat irgendwie jeder gemacht. Das war dann so das Höchstmaß an Kreativität. Ach ja. Ich habe auch mitgemacht, man versteht mich nicht falsch. Fuck! Stirb nicht gegen Larrys. Die guten alten Challenges. Es war wirklich nicht allzu... einfallsreich. Vor allem war die Challenge ist meistens ziemlich lame. Fantastisches Item. Jede zweite Träne, die wir von uns geben, ist jetzt eine rote, beziehungsweise von dem einen Auge. Und die roten Tiers machen 2 Damage mehr. Oder in dem Fall keine Ahnung, wie viel mehr. Und sie haben auch eine höhere Range. Und zusätzlich sind sie rot. Sie haben sehr, sehr viele Vorzüge.
Wieso hast du das Soulheart liegen lassen? Weil das die erste Ebene ist und wenn ich Schaden bei den roten Herzen beim Boss nehmen würde, macht es hier keinen Unterschied, weil ich so oder so kein Devil Deal bekomme. Deswegen will man sein... Sprengen wir die Schädel weg. Shit. Nee, wir behalten die letzte Bombe lieber. Deswegen will man Soulhearts immer aufheben und dann immer erst später mitnehmen. Wenn man dann die Ebene letztendlich verlässt. Denn auf der nächsten Ebene, da will ich im Idealfall keinen Schaden an roten Herzen nehmen. Wenn ich den nehmen werde, bekomme ich nicht keinen Devil Deal. Das gute alte klassische Isaac einmal 1. Ah ja, der erste Run gegen Colonel auf 1-on-1. Ja, ja. Ich habe auch als Rebuff damals rauskam, das habe ich sogar gestreamt. Ich glaube für 2 Stunden soll ich damals gestreamt, direkt an dem gleichen Abend. Es gibt ja noch ein Video davon. Das heißt irgendwie der, Yes! Es heißt der schnellste Mom-Kill überhaupt oder so. Und da hatte ich damals, das war auch mein erster Mom-Kill, den ich hatte, soweit. Sie war schade an roten Herzen, ist egal, mein Devil Deal ist nicht gefährdet, wir haben den Goathead. Das war damals mein erster Mom-Kill tatsächlich. Hat man auch gesehen daran, dass die Katze nach Losgang ist. Und zwar hatte ich da Sad Bombs und das gute Anarchisten-Kochbuch. Dann habe ich einfach sehr viele Bomben in Moms Bossraum regnen lassen und dann war der Kampf sehr, sehr schnell vorbei. Und ich konnte es gar nicht glauben. Ich konnte gar nicht glauben, dass das möglich ist. Damals war Rebirth ja komplett neu. Und derartige Dinge waren mit dem alten Isaac nicht möglich. Naja, da war ich sehr begeistert. Das Video gibt es, glaube ich, noch. Inzwischen muss ich sagen, ja, nee, das aus heutiger Sicht nicht zwangsweise der schnellste Mom-Kill. Es gibt sehr viel Möglichkeit, wie das schneller möglich wäre. Aber trotzdem, es war sehr, sehr interessant. Oh, fuck. Battlefield Poop, yes! Oh, ich finde so viele gute Dinge gerade. Verdammte Scheiße. Es passt so, als ob ich die Challenge schaffen sollte. Gute alte Zeit. Wir gehen hier rein. 4 war alle Dinge auf dem Raum rerollen. Auf der Ebene. Nee. War 4 vielleicht die alle Items auf der Ebene rerollen? Das könnte vielleicht sein. Was hat dazu getrieben, Tiny Planet aufzuheben? Ich spiele eine Challenge aus dem Spiel. Ich habe Tiny Planet nicht mitgenommen. Das ist eine Challenge. Ich habe keine Bombe, ich kann den Guide 5 so oder so nicht ran. So, stirb. Der schnellste Mom-Kill überhaupt war super MOP. Anarchisten Kochbuch ist es gut. Mom down, MOP Love Flash. Ja, ja. Das war der heiße Scheiß. Oh, ich erinnere mich noch. Es war, oh, okay, das finde ich ziemlich lustige Geschichte jetzt gerade so, wenn ich zurückblicke. Und zwar, ich hatte das Video gemacht und dann, keine Ahnung, irgendjemand hat es dann auch, Zombie hat das Spiel logischerweise damals ja auch gespielt, war, oder ist wahrscheinlich immer noch ein Isaac-Fan, keine Ahnung. Da hat irgendjemand ihm das Video auf Twitter oder so geschickt und hat er sowas geantwortet von wegen, das ist gar nicht der schnellste Mom, also das ist ja lame oder das ist gar nicht der schnellste Mom. das finde ich irgendwie relativ lustig. Er war nicht begeistert von dem Video, glaube ich. Er mochte es irgendwie nicht. Ach ja, außerdem, wenn wir den Boss hier besiegen. Shit. Wenn wir den Boss besiegen, bekommen wir einen geilen Devil Deal. Nein! Nein, 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 okay. Okay, es wäre fast schief gegangen. Ich bin mal, das lustigste Isaac-Video war mit Azazel. Das mit dem kleinen Opening-Zeugs. Okay, wir wollen Guppy. Oh, wir wollen das. Brother Bobby werde ich einfach mal drauf verzichten. Schauen wir mal in den Shop rein. Ich könnte Truth Diamonds einsetzen. Okay. Hallo, du. Ist du hier? Siehst gut aus. Was schafft mir die Ehre, dich in einem schmutzigen Shop wie dem hier wiederzufinden? Hallo, Chaos. Ultimate Lifeform. Gute altes Chaos, fantastisches Item. Absolut fantastisches Item. Eins der interessantesten Items. So,
Dann spielt man mal Isaac und schon schwelgt meine Erinnerungen. Ja, vor allem, wenn ich neu anfange. Also so wirklich neu spielen, Isaac anzufangen mit dem ganzen anfänglichen Zeug und auch die anfänglichen Challenges hier. Das ist sehr viele Jahre her, seit ich das gemacht habe. Das ist sehr, sehr lang her. Vor allem die Challenge hier ist halt aktuell, naja, abgesehen von Chaos, wäre das, was wir aktuell hier alles haben, eigentlich auch in Rebirth so möglich gewesen. Das ist noch nicht allzu viel neueres Zeug, was wir hier so weit gefunden haben. Sieh was, macht mir Schaden, mir egal. Apropos, mein Schaden ist gar nicht mal so gut. Ach ja, ich habe immer noch Zollmilch. Also die gute Sache ist, dass wir auf jeden Fall oder sehr, sehr wahrscheinlich in irgendeinem Devil Deal jetzt dann auf Krampus treffen sollten. Ich bin mir sicher, dass das in dem Run noch passieren wird. Und da haben wir dann eine 50%ige Chance, dass wir eventuell Lump of Coal bekommen. Und Lump of Coal wäre fantastisch. Außerdem sollte ich aufhören, Schaden zu nehmen. Das wäre auch sehr fantastisch. Fuck! Bloodcloth ist übrigens sehr gut mit Zolmik, wenn der Damage Boost von Bloodcloth nicht durch Zolmik beeinflusst wird. Oh, wird er nicht? Das heißt, die eine Träne von mir macht wirklich, macht jetzt wahrscheinlich 3,36 Schaden. Das ist ziemlich gut. Ah ja, das erklärt einiges. Scheint soweit auch relativ akzeptabel stark zu sein. Okay, sehr schön. Wusste ich gar nicht, dass das existiert. Wobei, jetzt, wo ich es gerade gelesen habe. Hallo, Sintoi. Bin mir nur bedingt viel, aber besser als gar nichts. Sintoi könnte uns die gute alte Spun-Transformation geben. Wenn man sich drei oder mehr Spritzen mitnimmt, bekommt man die Spun-Transformation, welche einem, ich glaube, ein Damage-Up von 2 gibt. Oh, und das ist auch eine der guten Transformationen, die man auch relativ leicht bekommen kann. Was macht Lump of Coal eigentlich? Lump of Coal bringt, dass die Tiers immer stärker und größer werden, je mehr Weg sie zurücklegen. Und da, oh Gott, Tiny Planet unsere Range ziemlich hoch macht und dafür sorgt, dass unsere Tiers ziemlich viel Flugbahn hinter sich, oh Gott, shit, hinter sich legen. Gott, dieser, warum existiert dieser Bosskampf in diesem engen Raum? Das ist ein bisschen unfair, können wir uns darauf mal einigen, dass das ein bisschen scheiße ist. Auf jeden Fall werden die Tiers damit, je weiter sie fliegen, immer größer und das gibt gutes Damage ab. Das war ein fürchterlicher Bosskampf. Mein Gott. Was sollte das denn? Warum? Das ist doch einfach nur unfair. Ich hatte doch die meiste Zeit über schlicht und ergreifend keinen Platz, um zu dodgen. Das ist doch einfach ziemlich cheap, ehrlich gesagt. Oh, gehen wir weiter. Das war fürchterlich. Ist das heute nur Isaac? Ich denke, wir werden heute nur Isaac machen. Lump of Coal haben die aber mal etwas genervt. Lump of Coal haben die doch schon alleine nach dem ersten Isaac schon genervt. Ich glaube, im ersten Isaac war Lump of Coal doch allein schon stärker, als es dann letztendlich in Rebirth war. Aber ich glaube, Lump of Coal wäre trotzdem noch ein ziemlich gutes Item in dem Run hier aktuell. Da bin ich mir relativ sicher. Wenn ich gerade drüber nachdenke, als ich die Challenge hier damals geschafft habe, ich glaube, da hatte ich sogar auch Lump of Coal bei mir. Das ist einfach ein Item, das den Run wirklich sehr stark vereinfacht. So, stirbst du bitte? Oh, ist ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt. Was hältst du von Mega Fatty im Basement von Greed Mode? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Aber Greed Mode ist Greed Mode, würde ich sagen. Vor allem Greedier Mode. Habt ihr den Greedier Mode eigentlich mal gespielt, als Afterbirth Plus gelauncht wurde? Mein Gott, war der fürchterlich. Mein Gott, habe ich ihn gehasst! Und wenn wir dabei sind. Nein, nicht bei der Gehasst-Sache, sondern keine Ahnung. Der dabei sind zu streamen generell. Vielen Dank an Fabian9592 für die liebliche Resubscription. Vielen Dank. Sie sind bei Mama, erkennt man mit dem Schuh. Ja. Gott, ich bin aktuell aber auch in dem Run wieder. Fuck. Okay, wisst ihr was? Ab jetzt haben wir Probleme. Ich bin nicht so. Naja, mach den Tinted Rock auf. Ich bin nicht so schnell unterwegs, wie ich mir wünschen würde. Und ich nehme gerade immer mehr und mehr Damage. Oh, okay, ab jetzt macht sich, glaube ich, langsam der Schwierigkeitsgrad von der Challenge oder die Problematik bemerkbar. Ich kann auch einfach in die Gegner alle reinrennen. Das würde wahrscheinlich auch ziemlich stark weiterhelfen in allen Hinsichten.
Greedier Mode ist Jacobs leider wirklich gut. Genau, Greedier Mode, als Afterbirth Plus gelauncht wurde. Er war so lächerlich, unschaffbar schwer irgendwie. Er war absolut fürchterlich. Es gab einfach so viele Dinge, die so eklig waren. Zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob das noch eine Sache ist, die im Greedier Mode existiert, aber ich glaube, ab dem Wurm oder wo man war, war es einfach immer so, dass die Gegner alle sich doppelt so schnell bewegt haben. Sie haben sich einfach doppelt so schnell bewegt und alles war bei mir an einer Stelle mal, waren da irgendwie 20 Masken gespawnt oder so. Diese, nicht Masken, sondern diese, doch Masken, diese unverwundbaren Teile, die immer durch den Raum schweben und irgendwie nur dann verschwinden, wenn man alle anderen Gegner gekillt hat. Und das ist absolut fürchterlich. Oh shit, was hat die 3 gemacht? Wann könnte ich überhaupt in den Räumen mit Gegner sein? Oh, 3 deckt die Karte auf, oder? Nee. Was auch immer. Nehmen wir das mit. Nehmen wir das mit. Na, ich habe auch kein Problem damit. Es hat also alle Items in auf der ganzen Ebene gerollt. Okay, sehr schön. Hast du überhaupt schon Krampus freigeschaltet? Muss man Krampus erst freischalten? Falls man Krampus erst freischalten muss, dann können wir uns wohl alle darauf einigen, dass ich ihn definitiv nicht freigeschaltet habe. Shit! Tu mir das nicht an! Sag mir nicht, dass ich Krampus wirklich erst freischalten muss. Das würde mir nämlich meine Hoffnungen auf den Run hier ein Stück weit, würde mir nicht unbedingt weiterhelfen. Wobei wir schon ein Guppy-Item haben. Das heißt, wenn wir es schaffen könnten... Nein, fuck! Nein! Chaos mitzunehmen war ich ziemlich fürchterlich in dem Run. Wir haben ja gar keine Goldräume. Das heißt, im Devil Deal bekommen wir keine Devil Deal Items, sondern einfach nur irgendwelche Random Items. Das wiederum bedeutet, es sollte uns nicht möglich sein, Guppy zu werden. Und auch wenn ich Krampus finden würde, würde Krampus uns sehr, es ist sehr unwahrscheinlich, dass er uns Lump of Coal geben würde, weil ich Chaos habe. Damit sind alle Item Pools einer und... Warum habe ich Chaos mitgenommen? Ich meine, Chaos ist in vielen Situationen ein gutes Item, aber... Das ist keine davon. Es ist keine Situation, in der das ein gutes Item ist. Aber vielleicht hat der Shop was Schönes. Nein, hat er nicht. Er hat Greed. Natürlich nehme ich Schaden. Natürlich nehme ich Schaden. Okay, wisst ihr was? Ich mag die Challenge nicht. Warum habe ich die Challenge gemacht? Das war eine fürchterliche Idee. Oh, es ist schrecklich. Das einzige Gute ist, dass wir Bloodclot mitgenommen haben, womit wir wenigstens akzeptablen Schaden machen, wenn wir denn mal treffen. Was in der Regel eher nicht der Fall ist. Oh, das, ach so, aber du droppst immer noch das Item, du Haufen Scheiße. Natürlich droppt er immer noch das. Are you a Wizard? Das macht absolut gar nichts. Und vielen lieben Dank an Wenturize für die liebliche Resubscription. Oh Gott. Oh Gott! Okay, okay, wir werden sterben. Wir werden sterben. Warum habe ich diese Challenge gemacht? Ich war übermütig. Ich war absolut übermütig und ich habe falsche Entscheidungen getroffen. Okay. Okay, okay, okay. Ab jetzt wird's wirklich problematisch. 2 schwarze Herzen. Gut. Naja, gut. Naja, gut, dann nehmen kein weiteres Soul Heart, aber wer wäre ich, um mich darüber zu beschweren? Oh Gott, dich in die Stacheln laufen, bitte. Gott, die einfach random in die Stacheln laufen. Ich finde, es sollte ein Achievement dafür geben, wenn man oft genug irgendwie in Stacheln gelaufen ist. Denn ich habe das Gefühl, ich hätte mir dieses Achievement inzwischen verdient. Ich bin so oft in random Stacheln gelaufen. Im Laufe meines Lebens. Mein Gott. Außerdem wusstet ihr, dass man bei dem Automaten hier ein Item rausbekommen kann? Ich weiß. Man benutzt diese Automaten, spielt immer so viel an den Automaten, dass man es natürlich weiß. Da kann man die geile 1-Dollar-Note rausbekommen, welche einem dann instant 100 Cent gibt. Die konnte man hier doch rausbekommen, oder? Wenn ich gerade drüber nachdenke, es ist so lange her, dass mir das passiert ist, dass ich gar nicht mehr weiß. Kane kann aber sehr viel besser in Automaten spielen. Er bekommt da sehr viel mehr Zeug raus. Das ist irgendwie das, was sein Lucky Foot inzwischen noch bringt. Naja, nicht so nicht gut. Du magst die Challenge nicht. Ich dachte, Tame Plant wäre eins deiner Lieblingsitems. Das ist ziemlich die beste Synergy damit.
Nein, die beste Synergy damit ist definitiv Lump of Coal. Also bitte, machen wir uns an der Stelle nichts vor. Und warum habe ich Tiny Planet auf die Topliste von den Isaac-Items, von den Videos, die ich mal gemacht habe, gepackt? Ich weiß nicht mehr, was meine Begründung war, aber inzwischen muss ich mich ja wundern. Ich meine, das Item ist auch nicht sonderlich interessant oder so. Und man kann eigentlich nicht so interessante Dinge damit bekommen oder so. Leute, warum habe ich das da raufgepackt? Irgendjemand hat das Video doch zuletzt gestern gesehen oder so. Was war meine Entschuldigung dafür? Meine Begründung. Was habe ich gesagt, warum ich es draufgepackt habe? Denn inzwischen, ich bin mir nicht mehr sicher, was das sollte. Ah, ne, warte, Moment, ich wollte gerade sagen, aus dem Automat kann man diesen Scheißehaufen bekommen, mit dem Flieger nicht mehr angreifen, den bekommt man mit dem Hütchenspieler. Weißt du, was du mal im Video mit der interessantesten Item-Kombination gemacht hast, da wolltest du ja von meinem zweiten Part machen, aber was wurde daraus? Naja, wurde nicht sonderlich viel draus. Das war die erste Folge, wo ich das testen wollte. Das Konzept hat eigentlich nicht wirklich so viel hergegeben und ich glaube, es kam auch nicht übermäßig gut an, deswegen, keine Ahnung. Sollte wohl nicht so sein. Sollte wohl nicht so sein. Doch, ich wollte gerade sagen, schaffen wir den Lümmel jetzt ohne Schaden zu nehmen, aber nein, absolut nicht. Natürlich nicht. Oh shit, ein Pentagramm? Ja, klar. Dafür will ich ein Herz offen für die geilen Glitzerbomben. Wir haben ein Pentagramm gefunden, sehr, sehr schön. Und wenn wir dabei sind, vielen Dank an X-Darkburst für die liebliche Resubscription. Was geht ab? Ich habe ein neues Spiel in Isaac angefangen. Und vielen Dank für die. Ich weiß übrigens, das ist eine Sache, welche ich anmerken muss. Ich weiß immer nicht, ob ihr irgendwie auf eine 10-Euro-Subscription aufgestockt habt oder so. Das heißt, wenn ihr das gemacht habt, dann dürft ihr mir das gerne sagen. Denn, kann ich dazu noch ein paar Worte verlieren. Sonst sehe ich das nicht. Um das mal so in den Raum zu werfen. Aber vielen Dank. Resubscription. Außerdem, apropos Resubscription, wusstet ihr, dass, wahrscheinlich ist es übermütig, etwas derartiges zu sagen, aber eventuell könnten wir irgendwann mal, vielleicht, wisst ihr was, ich call es, ich call es nicht, das wäre fürchterlich übermütig, aber eventuell könnte es demnächst passieren, dass wir tatsächlich die 500 Subscriber knacken. Wir sind aktuell bei 489. Ich meine, heute werden wir es nicht mehr knacken, aber fuck. Oh, Matchbook. Mensch, das ist ein enttäuschendes Item. Wir sind bei 489 Subscribern inzwischen schon, verdammte Scheiße. Ach. Vielen Dank natürlich an alle, die soweit insgesamt subscribed haben. Das ist übrigens ein gutes Stück mehr, als ich gedacht hätte, dass wir innerhalb von, wie lang auch immer, erreichen werden tatsächlich. Das sind scheiß viele Subscriber. Vor allem, weil ich in der Regel nicht unbedingt zwangsweise 500 Zuschauer habe. Aber trotzdem, vielen Dank natürlich an alle. Was, sterbt ihr alle? Das gute alte Anarchisten-Kochbuch. Und wenn wir dabei sind, vielen Dank an Flauschetari für die liebliche Resubscription. Der callt erst trotzdem. Hey, ich habe nichts gecallt. Ich hätte es fast gecallt. Dann habe ich mich gerade noch davon abhalten können, es zu callen, okay? Würde mich gerade davon abhalten. Und wisst ihr was? Ich habe das Gefühl, dieses eine Damage-Up, welches wir vorhin bei dem Boss bekommen haben. Ich habe das Gefühl, das hat meinen Damage ungemein weitergeholfen, ehrlich gesagt. Gefühlt bin ich sehr viel stärker geworden inzwischen. Oder gewöhne ich mich langsam an den Run? Ich weiß nicht. Ich mache sehr viel weniger Schwachsinn seitdem. Vielleicht gewöhne ich mich auch einfach nur an den Run. Ey, ich habe es gecallt. Alte Zeiten, kill Mom mit dem Spacebar-Item. Ey, ich werde es versuchen. Es wäre mir eine Ehre, es nochmal hinzubekommen. Und, wenn wir schon mal dabei sind. Okay, vielen Dank an iFelix AD. In High Definition. vielen Dank an dich für die Resubscription. Und Nudelfreundchen, auch an dich. Vielen Dank. 3 Monate, ich hätte aber lieber 3 Geld. Denn dafür habe ich 3 Geld. Ich denke, manchmal ist Geben auch wichtiger als Nehmen, verstehst du? Und das weiß ich sehr zu schätzen, vielen Dank. Und genieß den lieblichen silbernen Moggy, den du neben deinem Namen inzwischen hast. Ich kann euch übrigens gleich sagen, ob, das ist auch immer eine Sache, welche ich nicht ganz verstehe. Manchmal 10 Resubscriptions irgendwie. Ich glaube, dass bei Leuten, wenn sie insgesamt die Resubscription länger her ist, einige Resubscriptions zählen nämlich insgesamt bei den Subscribern dazu und manche irgendwie nicht. Deswegen, ich werde euch gleich auf dem Laufenden halten in 1-2 Minuten, ob das jetzt für mehr gezählt hat oder nicht.
Nee, ich hoffe einfach mal ja. Und wenn wir dabei sind, großer Gott, das ist gerade zu viel auf einmal. Vielen Dank an Hinkwink für die ganze 50. Heute kein Mario. Nein. Ich habe überlegt, ob ich Odyssey spielen will. Aber dann dachte ich mir, ich weiß nicht, ich will lieber Isaac spielen. Gut, als neues Spiel Isaac anfangen. Und das ist das, was ich aktuell mache. Hatte ich irgendwie mehr Lust drauf. Und wenn wir dabei sind. Vielen Dank an Liebke66 für die Resubscription. Mir fällt nichts Kreatives ein, um es dir zu sagen. Das ist absolut okay, denn du hast die geilen 6 Monate voll. Du hast einen goldenen Moggy. Ich würde sagen, das ist ziemlich kreativ. Und vielen Dank natürlich. Ja, aber Mario Odyssey sollten wir wahrscheinlich auch noch demnächst weiterspielen. Ich weiß gar nicht, wie viel mir da überhaupt noch fehlt, um das Spiel durchzuspielen. Gehen wir direkt zum Boss, würde ich sagen. Gate. Oh Gott. Ne, Moment, Gate war gar nicht der Boss, den ich so schlimm fand. Shit. Der Boss, den ich damals extrem schlimm fand, als das Spiel rauskam. Das war Megamore. Vor allem, weil ich Megamore immer falsch gelesen habe. Ich dachte immer, okay, wisst ihr was? Nein, der Gate fand ich auch relativ schwer. Weil ich große Probleme hatte irgendwie mit diesen Tiers, die so relativ so ein bisschen geschwungen im Kreis fliegen auszuweichen. Es gab viele, was für dich Probleme hatte. Und da ist ein kleiner Mann drin. Ich weiß nicht, inwiefern das heutzutage noch gewürdigt wird. Aber da ist ein kleiner Schlingel in dem Boss drin. Und ich denke, das ist ein ziemlich nettes Detail. How to jump. Das ist absolut, absolut fürchterlich. Und Bulichushia hat ebenfalls resubscribed. Auch nicht. Ja, vielen lieben Dank. Und wenn wir dabei sind, Head Scratcher. Vielen Dank für deine Subscription. Großer Gott. Das ist ziemlich viel. Aber vielen Dank natürlich an alle. Latchkey nehmen wir mit. Ich glaube, das ist das Gute. Shit. Ich wollte also das mit der blutigen Schrift. Das mit der blutigen Schrift ist das Gute. Ich verwechsel das immer. Gehen wir weiter. Gehen wir direkt weiter. Also hier nochmal ein Pokémon Trading Card Game Display Opening. Werden wir sehen. Irgendwann bestimmt. Irgendwann bestimmt. Werden wir sehen. Ist nun nicht übermäßig optimal, wenn man mit den Karten so zum aktuellen Zeitpunkt wie ich überhaupt nicht vertraut ist. Deswegen nicht übermäßig optimal. Und wenn wir dabei sind, vielen Dank an Jules Puffer für deine liebliche Subscription. Wir knacken noch die 500 Subscriber, bevor ich Mom gekillt habe, okay? Okay, wir sind bei 491. Ich habe das Gefühl, die Resubscriptions, die haben alle nicht zur gesamten Subscriberzahl dazugezählt. Aber manchmal zählen sie dazu. Das ist die Sache, die mich verwirrt. Aber ich bleibe dabei. Ich calle trotzdem nicht, dass ich im November eventuell die 500 knacken werde. Denn die Sache ist, immer wieder mal, wenn ich streame, kommt es immer wieder mal vor, dass ich dann an einem Tag gut und gerne mal 20 Subscriber oder so verliere. Deswegen gleicht sich das in der Regel mal aus. Und ich ende. Und meine Hausaufgaben? Ich habe den Sound immer noch nicht geändert. Und am Ende des Tages steht man da mit einem Plus von 2 oder so da. Aber das ist okay. Natürlich ist es okay. Es haben trotzdem neue Leute subscribed. In welcher Welt wäre das denn nicht okay? In welcher Welt wäre das nicht okay? Auf jeden Fall. Wir haben noch einen geilen Szene von dem Michinak. Bleiben wir bei Michi. Geil, 10 Euro. Bin heute etwas spät dran. Schicht und so. Ich bin auf meiner Schicht. Ich habe eine Isaac-Schicht an den Tag gelegt. Und ich habe mein Kochvideo gezeigt. Das heißt, das war ziemlich aufregend, was du verpasst hast. Und vielen Dank natürlich für den geilen Zehner. Doch, das war das gute Item. Ich habe doch das gute mitgenommen. Der Zettel ohne Blut, also der von eben, ist der gute. Ich merke schon. Ich sehe das schon. So. Also war der mit dem... Oh Gott, ich kann mir das nicht merken. Diese fucking Zettel aus dem Devil Deal. Wie hoch war überhaupt die Wahrscheinlichkeit, dass einer von denen insgesamt im Devil Deal landet? Ich meine, wir haben keine Item-Pools mehr mit Chaos. Das heißt, es ist eigentlich tatsächlich relativ unwahrscheinlich, dass im Devil Deal ein tatsächliches Devil Deal-Item drin ist. Aber trotzdem, und es war natürlich genau das, das mich immer am meisten verwirrt. Streamt keiner mehr auf Hitbox, beziehungsweise es gibt Hitbox nicht mehr. Hitbox. Da habe ich ja vor kurzem auch mal wieder drauf geschaut, weil auf meinen alten Account, beziehungsweise bei Smashcast TV, mein Account wurde scheinbar übernommen. Und da gibt es tatsächlich, man kann sich noch eine alte Streamaufzeichnung von mir anschauen. Bei Smashcast TV. Zumindest eine. Ich glaube noch ein paar Mario Maker Parts, ich damals streamen musste, um sie hochzuladen bei Vorrelease. Für Preview-Videos und sowas.
Auf jeden Fall kann man sich noch einen geilen Majora's Mask 3D-Stream anschauen, wo ich alle Masken gesammelt habe irgendwie. Das ist eine Aufzeichnung, die ja noch existiert. Von 2015 irgendwann. Fand ich ganz lustig, das mal so nebenbei zu sehen. Und wir haben liebliche Subscription von der Baumlutscher. Das ist ein Genießer, sage ich euch. Vielen Dank für die Subscription. Wir sind bei 493. Verdammte Scheiße! Können sie wirklich vielleicht noch knacken? Nein, ich glaube es immer noch nicht. 7 Subscriber können ziemlich viel sein. Das Trinket bringt dir Schüsse ein, wenn du Geld aufhebst. Oh Gott! Welches Trinket? Habe ich ein Trinket irgendwo übersehen? Habe ich eine Frage gehabt? Also das Trinket, das da gerade eben lag, das war der Flat Penny. Und der bringt mir Schlüssel immer wieder mal, wenn ich Münzen einsammle. Nur das scheint mir in der aktuellen Situation, nachdem wir eh nur diese Ebene hier noch machen müssen, nicht übermäßig hilfreich zu sein tatsächlich. Hitbox, das war noch Zeiten. Hitbox war an sich... Ich bin nur noch der Meinung, dass der Hitbox als Streaming-Seite durchaus Vorteile gehabt hat. Vor allem mochte ich, dass man... Stacheln... Ich hasse sie so sehr. Vor allem mochte ich, dass man, beziehungsweise ausgewählte Leute, dass sie dann Bilder oder GIFs in den Chat direkt reinposten konnten. Das war ziemlich lustig. Man hatte vor allem zur damaligen Zeit sehr viel weniger Delay als auf Twitch. Ich glaube, Twitch hatte damals, so 2015, das war auch eine Sache, weswegen viele Leute von Twitch nicht begeistert... Oh, das ist die Glühbirne. Ich habe gehört, die soll gut sein. Das war eine Sache, weswegen viele auch von Twitch damals nicht begeistert waren. Twitch hatte einfach so 20 Sekunden Delay oder noch mehr. Es war wirklich, wirklich viel damals. Und wenn wir dabei sind, vielen Dank an Geogrammary. Vielen Dank an dich für die liebliche Subscription. So, Glühbirne. Die wird nicht aufgefüllt, wenn ich... Oh, wie funktioniert die denn? Wie funktioniert denn die gedimmte Bulb? Was muss ich denn dafür machen? Mein PC will mir Streams auf Twitch nicht anzeigen, bei Hitbox schon. Das ist relativ unangenehm. Aber die Hitbox-Zeiten sind lange vorbei. Die Seite ist sowas von tot. Das heißt, Hitbox wurde umbenannt. Das heißt jetzt, falls ihr euch wundert, Hitbox war damals eine andere alternative Streaming-Seite, weil es sich aus dem Kontext ergeben hat. Aber ich glaube, davon auszugehen, dass alle Leute das kennen, ist immer nicht vorteilhaft. Denn die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass Leute nicht kennen. Vor allem in heutiger Zeit, wo Hitbox schon wieder länger her ist. Auf jeden Fall ist die Seite zwischen Smashcast TV und sie ist ziemlich, ziemlich hart tot. Da sind auch, ich glaube, die Namensänderung war, glaube ich, das, was der Seite endgültig das Genick gebrochen hat. Es ist halt einfach niemand mehr drauf unterwegs. Absolut niemand mehr. Das heißt, wenn ihr keine Zuschauer gewinnen wollt, also gar nicht mal die Chance haben wollt, jemanden dazu zu gewinnen, dann da kenne ich eine gute Seite. Wenn ein Spacebar-Item 0 Aufladung hat, bekommt man einen Stat-Boost. Oh, interessant. Aber nur, wenn sie komplett geleert, wenn mein Spacebar-Item komplett geleert ist. So. Bleiben jetzt einfach hier stehen. Oh, ist aber so lame. Nein, das ist es nicht. Das ist eine legitime Taktik. So spielt man Isaac. So hat man immer Isaac gespielt. Das ist eine fürchterliche Taktik. Hören wir auf damit. Au! Ich habe mich gerade einen Meter zur Seite bewegt und ihre Mutter hat die Gelegenheit direkt wahrgenommen. Und ja, ich habe immer noch vor, sie mit dem Anarchisten-Kochbuch zu besiegen, falls ihr euch wundert. Der Plan steht noch. Ich muss nur noch ein bisschen mehr schwächen bis dahin. Denn da machen wir uns nichts vor, das Buch ist nicht so stark, wie wir uns das wünschen würden. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Oh, das ist mein Set-Boost! Das zählt. Ich hab sie total mit dem Anarchisten... Du Haufen Scheiße! No! Warum tust du mir das an? Warum? Der Run ist zu Ende. Ich kann nicht mal mehr einen Gegner bekämpfen jetzt oder so. Ist das ein schlechtes Item? Das ist ein sehr schlechtes Item. Ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich das bisher hatte. Oh. Wisst ihr? Diese Tiers, die wir von uns geben, haben einen sehr starken Auto-Aiming-Effekt. Und auch sogar der Damage ist bei 420, liebe Leute. Auf jeden Fall würde das wahrscheinlich guten Damage machen und es hätte Auto-Aiming und...
Ich hasse alles daran. Oh. Oh. Noch nie hat sich ein Sieg so bitter angefühlt in meinem Leben. Noch nie hat sich ein Sieg der